Hallo, heute gibt es einen Spoiler-Podcast. Das heißt, alles, was in diesem Podcast ist, könnte euch spoilern und euch eure Inhalte für den Rest eures Lebens vermiesen. Falls ihr also diesen Podcast anhört, guckt euch vorher gute Filme an. Gute Filme meinen wir, welche haben wir alle benutzt? Inception, Inception, Interstellar, Avatar. Avatar, Avatar nicht. Nur wo wir gespoilert haben. Ich glaube, Genau. das war eigentlich fast nur Wir haben Interstellar. District 9 und Chappie gespoilert. District 9 nicht viel, Und aber Chappie ganz viel. Gravity ein Gravity, genau. wenig. Gravity Ein ein wenig. klein wenig. Ansonsten habe ich über Bayonetta Bloody Fate geschnackt, aber da habe ich eigentlich. Da kennt jeder die Handlung, also ist Ja, scheißegal. genau. Und Sucker Das Punch Spiel wurde gibt es seit gespoilert. 2008 oder so, Und also Sucker das Punch. ist okay. Sucker Punch. Sucker Punch. Sucker Punch habe ich nichts von der Handlung erzählt, sondern nur, wie die Ebenen funktionieren, Ja, gut. beziehungsweise nicht funktionieren. Also im Prinzip, das Wichtigste ist, wenn ihr noch Chappie oder Interstellar oder Gravity gucken wollt, dann solltet ihr die Passagen überspringen. Dann hört einfach jetzt auf, guckt euch die Filme an und Was kommt ist das in eigentlich für 24 Stunden scheiß wieder. ewig lange Spoilerwarnung, die ihr macht? Wirklich, ich habe noch nie so eine lange Spoilerwarnung von euch. Simon, das ist Spoilerwarnung ein geht los. Tschüss. Podcast. Spoilerwarnung vorbei. Podcast geht los. Tschüss. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Norweg BDcast. Heute ist der 13. April 2015 und dabei ist der Christoph. Hallihallo! Wie geht es dir heute? Mir geht das gut. Ich bin gerade live in einer Modern Warfare 2-Mission und dieses Spiel ist genauso kacke wie früher. Hast du nicht eben noch gesagt, es wäre Modern Warfare 1? Nee, Modern Warfare 1 habe ich nicht mehr auf dem PC. Ich habe meinen PC ja neu gemacht. Ach so, ja, okay, das macht Sinn. Ja. Ja. Da sitzen wir hier bei der ersten Jubiläumsfolge und gucken mal, was uns heute so erwarten wird. Denn als wir vorhin so Post-Production-mäßig geguckt haben, was ist denn so in der letzten Woche passiert? Nix, nix, Nix. Wir haben nicht viel gefunden, was in sich in ansatzweise wirklich so lohnen würde, großartig zu diskutieren über die Zeit, die wir hier immer schön strecken. Deswegen, ja. Schauen wir mal, was wir diese Folge so machen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Vielleicht finden wir noch ein paar kleinere Sachen. Das wird aber heute ein sehr spontaner Podcast, zumal wir heute auch nur zu zweit sind. Und ja, wir schauen mal, wo uns das Ganze letztendlich hinführen wird. Erstmal gibt es einen Grund zu feiern. Eigentlich gibt es fast schon zwei Gründe zu feiern. Simon ist nicht da. Simon ist nicht mehr da, ja. Und weißt du was noch? Nein, erzählst du es mir? Ja. Okay. Black Ops 3 wurde angekündigt. Oh mein Gott! Yay! Ein neues Kann man schon Kommandodu! vorbestellen? Kann man schon vorbestellen? Ey, ich wette, das kann man schon. Ich guck mal kurz bei Amazon. Oh, ich hoffe nicht. Also, es läuft eh nicht mehr auf meinem PC, aber wer kauft sich sowas? Also, natürlich, wir Man kann wissen, wer die tatsächlich. Zielgruppe ist und. Man Aber. kann es tatsächlich noch nicht vorbestellen. Ich glaube, es wurde ja noch nicht offiziell angekündigt, aber es ist so, es ist geleakt worden, genauso wie die letzten Jahre immer geleakt wurde, welches Spiel rauskommt, weil der Entwickler vorab Informationen streut, um den Hype hochzuhalten oder anzufachen. Und wie wir gemerkt haben, es hat geklappt, aber vielleicht hätte es auch besser klappen können. Weil. Also, am 26. April soll das offiziell vorgestellt werden. Das wird wahrscheinlich so eine Genau. Sache wie bei Ghosts, wo sie ganz groß Propaganda machen im Sinne von All New Call of Duty und den in die so ein Livestream-Event dann irgendwie machen werden. So wird das wahrscheinlich passieren. Ja, Es sie haben ist die mir aber. Fischanimation wieder aufgepeppt, glaube ich. Na, in der Zukunft gibt es ja keine Fische mehr. Ja, Aber stimmt. es ist mir Also, so da hat alles leer gefischt. scheißegal. Call of Duty ist mir so scheißegal dieses Jahr. Es war mir letztes Jahr schon scheißegal, das wird mir dieses Jahr auch wieder scheißegal sein. Ja. Bin sowieso So geht's mir gespannt. ähnlich. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie sie die unterschiedlichen Enden aus Black Ops 2 jetzt zusammenführen für Black Ops 3. Weil so eine Herausforderung musste ja bisher noch kein Call of Duty überwinden. Bin also gespannt, was dort passieren würde. Aber Telltale Games hat das ja auch geschafft, von daher. Also, ich glaube, dass es gut möglich ist. Bei Walking Dead haben sie das ja auch mit 4 oder 5 verschiedenen Enden, glaube ich, machen müssen, oder? Ja, aber das lag daran, dass das Grundende im Prinzip gleich ist, dass Lee eben stirbt, aber dass es eben diese ganzen Kleinigkeiten drumherum sich nachher anders auswirken, also nicht für den Anfang. Der Anfang reagiert auf das richtige Ende und so ein paar Kleinigkeiten, die spielen dann immer noch mal mit rein. Aber so grundlegende Sachen
sind festgelegt worden dafür. Sie okay. haben jetzt mit dem Ende der zweiten Staffel, die 7 Enden oder sowas hat, damit haben sie jetzt wirklich sozusagen das wahre Problem, das zusammenzuführen. Weil das wirklich grundlegend... Ich bin jetzt wieder da. Ich habe mir kurz was zu essen geholt. Wann fangen wir jetzt eigentlich mit dem Podcast an? Oh, hallo Simon. Hi Simon. Der Podcast Hi. Läuft seit ein paar Minuten. Wir sind also live. Du darfst auch gerne Hallo sagen. Ja, Simon, wir haben schon angefangen. Fickt euch. Ja, Leute, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die rege Beteiligung im Kommentarbereich, die ihr im letzten Podcast-Video hattet. Simon von Riva ist wieder da. Ihr habt nämlich leider nicht Hallo. Genug Hashtag ohne Simons in die Kommentare geschrieben, dass wir ihn rausvoten konnten. Ja. Von daher müsst ihr ihn jetzt weiter im Podcast haben, ertragen, müssen, tun. Schön. Ja. Jan Böhmermann hat auch nicht geantwortet, aber wir probieren... Leute, worüber habt ihr jetzt schon geredet? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Erst wollte ich fragen, wie geht's dir heute? Ich bin vor gut 2 Stunden aufgestanden. Ja. Hab mir jetzt was zu essen gemacht und esse das jetzt. Warum bist du denn auch erst so wie ich um 4 ins Bett gegangen? Oder warst du noch länger wach? Ich bin um 4. Ich habe noch ein bisschen Funk Royal gesehen auf Twitch. Oh. Wer oder was auch immer Funk Royal ist. Schmeiß ihn raus. Okay, wer ist Funk Royal? Ja, erklär's mir auch mal. Ich weiß nämlich auch nicht wirklich. Ich höre den Namen nur mal. Ich weiß aber keine Ahnung, was der Funk macht. Funk Royal ist, war ein deutscher Let's Player. Der ist jetzt Streamer. Der ist sowas wie das Äquivalent zu das Mirko. Darum, ja, das dachte ich mir auch immer. Das Mirko hat ja oft immer mit ihm. Ja, genau. Also viele haben das Mirko vorgeworfen, dass er ihn immer faked und ja. Weil er die gleichen Spiele zockt, diese Klassiker und so ein Shit. Ach komm, mir wurde auch vorgeworfen, nur weil ich zufällig in einem kleinen Zeitrahmen mal die gleichen Spiele wie Tim reviewed habe, dass ich mich total an Alter 4 Games orientieren würde und im Prinzip nur alles von Alter 4 Games klaue, sowohl den Inhalt als auch die Spiele, die ich mache. So ein Schwachsinn. Und die Stimme natürlich auch. Also ich bin viel aktiver als Alter 4 Games hier. Nice, well played. Ja, aber du hast nicht mal ansatzweise so eine große Fanbase. Ja, das liegt daran, dass er nicht so aktiv ist. dass er aktiver ist, meine ich. Ist vielleicht auch ganz gut, dann schreiben mir nicht so viele Leute private Nachrichten. Halt so, ey, mach mal eine Review zu. Stell ich mir das anstrengend vor. Der ist halt nicht so wie Elotrix, dass er die ganze Zeit über keine Videos macht, aber dann sind alle voll gehypt, wenn er mal wieder ein Video macht. Außer mir. Ja. Man hält die Erwartungshaltung niedrig. Er macht es auch nicht so wie Elotrix, dass er nur dann ein Video macht, wenn er Geld braucht. Oder streamt. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es so ist. Ja, wollen wir mal loslegen. Also, wir haben vorhin schon geredet, dass Black Ops 3 angekündigt wurde. Wie Yay. Findest du das? Ja, genauso Yay. Gut wie wir wahrscheinlich. Ja. Das ist großartig, ne? Hat die letzten beiden CODs links liegen lassen, wird das auch links liegen lassen, Ente. Ja. Thema vorbei. Ja. Brauchen wir nicht weiter drüber schnacken. Also ich werde mir die alte 4 Games Review dazu angucken. Achso, ja, das sowieso. Aber macht der eigentlich jetzt mal die Multiplayer Review zu Advanced Warfare? Gar nicht mehr. Nicht der mehr. Macht auch. Du kannst froh sein, wenn irgendwas zu Battlefield Hardline kommt. Aber pass auf. Hat er so oft gesagt, dass er eine Review zu macht? Ja, er hat auch. Ich frage mich ja. Bei seine Singleplayer-COD-Reviews wurden ja jetzt immer länger. Also Black Ops 2 40 Minuten, Ghosts 55 und Advanced Warfare 1 Stunde 5. Ich frage mich ja, ob er jetzt, wenn er dann das Video zu Black Ops 3 höchstwahrscheinlich machen wird, ob das wieder länger wird und ob er, wie lange er es aufrechterhalten kann, dass die Videos immer länger werden. Hey, Quatsch, das wird ein Let's Play vom Singleplayer. Let's Play Singleplayer Call of Duty oder so. Ja, irgendwann dauert die Review länger als das Spiel. Wahrscheinlich. Oder bei diesem Teil kommt noch irgendwie so ein Best-of, also er spielt es und macht dann so ein Best-of am Ende draus und dann kommt beim nächsten Teil ein komplettes Walkthrough und dann ein Let's Play oder so. Also dieses Format hat er schon mal gemacht, Livestream-mäßig. Da hat er Battlefield 3 oder 4 Singleplayer gespielt und live gezeigt, was nicht funktioniert. Ja, genau, das habe ich auch mal, da habe ich auch mal reingeguckt irgendwie. Ich würde mir das ansehen. So diese ganzen Sachen, die er da immer findet, ist relativ witzig. Ja. Aber er reizt das auch bis zum geht nicht mehr aus. Ja, das stimmt wohl.
Aber für mich hat es sich noch echt ausgesagt. Kritik an Alter 4 Games? Nein, wir üben doch keine Kritik an jemandem. Wie könnten wir denn? Ja, das war doch keine Kritik. Das war eine Bemerkung. Ich find's doch nicht schlimm, dass er das bis zum geht nicht mehr ausreißt. Gut. Der Stiftung Warentest macht das doch auch. Die stellen die Produkte auf den Prüfstand. Tja, pass auf. Heute Morgen bin ich aufgewacht, bin auf GOG gegangen. Du bist aufgewacht, im Ernst? Ja, bin an meinem PC direkt, ohne zu frühstücken, was ich eigentlich sehr selten mache. Bin auf GOG gegangen und hab gesehen, hey, da läuft gerade der Ubisoft-Sale. Der läuft zur, jetzt, wo der Podcast hochkommt, wahrscheinlich immer noch, aber nur noch sehr, sehr kurz. Und da gab's tatsächlich die Siedler 4 im Angebot. Und hab ich mir gleich mal gegönnt. Leider nur auf Englisch, aber die Siedler 4 ist ein richtig, richtig niedliches, kleines, altes Strategiespiel aus meiner Kindheit. Sogar in der Gold Edition. Und ich glaube, das werde ich die nächste Zeit mal wieder spielen. Es hat so Siedler 4? Ja, ist das der Teil, wo man mit den Pionieren dieser Comic-Grafik so ein bisschen, ne? Naja, wo du die Gebäude hinstellst, dann kommen erst die Schaufelträger, heben die aus und dann kommen die Bauarbeiter und bauen das auf. Oh ja, und um das Gebiet zu erweitern, müssen die Pioniere so das Gebiet erweitern und so. Und mit den Schaufeln. Oh, ja. Das ist cool, das habe ich auch gespielt. Da gibt's hier Wikinger, Römer, Mayas und Trojaner. Und genau. Es ist super cool. Es ist sogar die Gold Edition, das heißt, ich habe einen Soundtrack mit dabei, mit den geilen Tracks, die da auch dabei sind. Ich mag das, ich finde das Settle Theme 1 der Römer richtig gut. Oh, ich finde auch, das ist so geil, diesen Grafikstil, wie die Römer immer goldenere Rüstungen kriegen und die Wikinger einfach immer mehr Badass werden. Ich habe da richtig Bock drauf, das mal zu spielen. Das habe ich auch gespielt. Warte mal, ich glaube, ich habe das hier auch noch rumliegen. Also es kann gut sein, dass ich da auf dem Dachboden noch eine CD davon habe. Ja, ich hab's hier. Aber ich glaube, es ist nicht die Gold Edition. Nee, es ist die normale Edition. Da sind die Trojaner nicht mit drin. Nee, die Trojaner hab ich auch nie gehabt. Ich müsste jetzt mal gucken, ob das noch läuft. Also hier ist jetzt die deutsche Version sogar, ob das überhaupt noch läuft, installationstechnisch. Aber immerhin habe ich dann schon mal die Gold Edition. Das ist doch nett. Na, vielleicht verlose ich meine CD. Na, als ob. Never. Die wird nie einer kriegen, ist meine. So, wir hatten uns ja was Besonderes für den Podcast überlegt. Fangen wir mal mit den... Ich hab noch nie die Siedler gespielt. Du hast noch nie Siedler gespielt? Nein. Also, man muss dazu sagen, ich glaube, Siedler ist jetzt nicht so die überkrasse Reihe, weil die immer so in so verschiedene Richtungen gegangen sind. Also, Siedler 5, das Erbe der Könige, fand ich ziemlich geil. Das ging mehr in so eine realistische... Richtung mit so einer erzählten Geschichte von so Heldentypen. 6 und 7 habe ich nicht gespielt, die sollen aber sehr ähnlich gewesen sein. Und 8, dieses neue Königreich von bla bla bla, wird ja jetzt mit Online-Zwang und mit diesen dämlichen Rollenspielelementen, die total scheiße aussehen. Das heißt, das Spiel wird jetzt wahrscheinlich auch ziemlich scheiße. Also, so die alten Siedler sind ganz gut, aber ich glaube, mit den neuen ist ein zweischneidiges Schwert. Definitiv. Also ich weiß nicht, ob sie... Es hat ja, glaube ich, immer noch eine relativ starke Fanbase, das Spiel. Und ich frage mich, ob sie mit den neuen Teilen die Leute, die die Reihe schon seit länger oder seit langer, langer Zeit verfolgen, halten können. Beziehungsweise ob die Leute, die vielleicht mal in die Reihe wieder reingucken, weil sie tolle Kindheitserinnerungen damit haben, wie wir es jetzt beispielsweise sind. Okay, Kindheitserinnerungen. Ja, wir sind auch erst beim vierten Teil oder also ich bin im vierten Teil angestiegen. Stockholz 2 Kindheit. Also ob sie die halten können. 2 FPS. Ja. Ja, 2 FPS. Hat auch letztes Mal irgendjemand kommentiert, dass alle damals Stronghold auf 2 FPS gespielt haben. Ja. Und nicht nur du das warst. Bezweifle ich irgendwie. Ja, ich auch. Stronghold 2 habe ich eigentlich nie gespielt. Ich fand es langweilig. Ich glaube, da hat einfach bloß, das ist auch scheiße. Es ist wirklich scheiße, wenn man einfach mal den Vergleich. Ne, müsste man einfach mal Let's Play Stronghold 2 eingeben. Da kommen da Let's Plays, da tun die Leute reihenweise einfach nur rumschlafen, weil das Spiel so langweilig ist. Nein. Es ist aber auch nicht gut. Also, hat Stronghold 2 überhaupt einen Skirmish-Mode? Was? Du weißt schon, freies Spiel. Ach so, ja. Das heißt im Englischen Skirmish. Ich hab's nicht gefunden im Hauptmenü. Ich glaube schon, eigentlich. Ich konnte nur diese dummen Szenarien spielen, da hatte ich keine Lust zu. Ja, schade. Okay. Aber wobei Multiplayer hat es, glaube ich, einen Skirmish-Mode. Einen Szenarien-Mode gibt es für den Singleplayer nur, glaube ich. Ja, aber ich hätte gerne einen Singleplayer-Skirmish gehabt. Nee, das gibt's glaube ich, nicht. Wie jedes Stronghold ihn hatte. Außer zwei. Und ich glaube, außer dem ersten. Egal.
Crusader, ja, ich glaub, hatte Crusader nicht einen Skirmish-Mode? Crusader Nein. hatte definitiv einen, den habe ich rauf und runter gespielt. Echt? Ja. Natürlich hatte. Hallo? Crusader hatte einen richtig. Crusader hat einen richtig geilen Skirmish-Mode. Ja, sowas kann man da machen. Ja, du suchst dir eine Karte aus, platzierst da Burgherren und dann kämpfst du halt. Und es gibt halt ausbalancierte und nicht ausbalancierte Karten, das ist alles. Ja. Freies Spiel halt. Ziemlich geil. Ich habe Stronghold nie so exzessiv gespielt, aber ich weiß aus meiner Kindheit, damals habe ich RuneScape gespielt, dass mein Cousin richtig, richtig krass in Stronghold war. Und er meinte immer, wenn er mit seinen Freunden gespielt hat, dann haben die 3 gegen 1 gespielt. Und der hat sich alleine verschanzt und die anderen haben Armeen gebaut. Und haben versucht, ihm die Burg einzureißen. Haben sie es geschafft? Nee, haben sie nicht geschafft, meinte er. Einfach, weil er super gut war. Die haben aber auch die Regel festgelegt, dass du maximal eine äußere und 2 innere Mauern hintereinander haben darfst. Also so eine Dreiermauer. Und dann hat er sich seine Burg immer in Separés unterteilt. Also verschiedene Teile, die dann von Mauern umgrenzt waren. So quasi immer 4 Ecke. Und... Lol, ich bin gerade in der MW2 Flughafenmission gestorben. Oh Gott. Da darfst du auch nicht schießen. Ich habe auch nicht geschossen. Die haben mich abgeknallt, weil ich vorgelaufen bin. Ich hasse diese Mission. Die ist so scheiße. Ich hasse sie auch, ich überspringe sie jetzt auch. Auf jeden Fall hat er dann eben immer einzelne Quadrate gehabt. Und sobald seine Gegner in ein Quadrat reingestürmt sind, hat er das Quadrat selber dem Boden gleich gemacht. Na, immerhin. Ja. Also wir haben jetzt mit dem GOG Ubisoft Sale haben wir jetzt im Prinzip schon den Deal der Woche vorweggenommen. Mehr gibt's an sich noch nicht, außer nachher, wenn wir zum Spiel der Woche kommen, da habe ich auch noch was zu sagen, aber egal. Wollen wir mal anfangen mit dem ersten Thema, mit der Ankündigung von Deus Ex Mankind Divided. Das ist das einzige Thema, oder? Nee, ich habe noch eins runtergeschrieben. Okay. Ach da, der ja. Spambot, der mich bei Skype gerade eben angeschrieben hat, ist offline gegangen. Ist aber schade. Ja. Ich habe vorhin schon mal gefragt, aber nochmal fürs Protokoll. Wer von euch hat schon mal ein Deus Ex gespielt? Nope, niemals. Ich habe den Director's Cut von Human Revolution, beziehungsweise den Anfang vom Nicht-Director's Cut von Human Revolution gespielt. Mhm. Also, es kann ja sein, dass die alten Spiele ganz gut waren, aber Human Revolution fand ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Das Problem an der Sache ist, von der Story her kann ich da ein wenig von ernst nehmen, beziehungsweise habe ich mich wenig dafür interessiert, weil Adam Jensen so ein... Oh, ich finde den Typen so langweilig. Der hat so dieses... Ich bin Adam Jensen. Ich habe Augmentierungen und werde deswegen von der Bevölkerung gehasst. Mein Leben ist so scheiße. Meine Frau wurde entführt und ich muss sie finden. Ich weiß bin nicht. Batman, der ich, Joker ja. hat meine Frau getötet. Ich habe ganz viel Geld. Genau wie Batman, traurig. Genau wie Batman oder Doubt in den DLCs von Dishonored. Ich kann sowas nicht ernst nehmen. Wer so redet, und der macht das nicht mal mit Absicht, der redet einfach so, dieser Schauspieler, der ihn verkörpert, oder der Synchronsprecher, ich weiß es gar nicht so genau. Ich find's albern. Die deutsche Version soll da nicht viel besser sein, deswegen habe ich es auf der englischen gelassen. Spielerisch hat es mich überhaupt nicht angesprochen, weil, das habe ich schon mal irgendwo erwähnt mit meinem Stealth-Verhalten. Wenn ich stealthe, dann möchte ich so stealthen, dass ich alle Gegner leise ausschalte, ohne gesehen zu werden. Das geht in Deus Ex Human Revolution schon, ist aber saumäßig schwer und an einigen Stellen echt unfair. Was das Spiel dort lieber möchte, ist, dass ihr Gegner umgeht und eben sie nicht ausschaltet. Aber das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Wen ich sehe, der muss sterben. Es ist leider so bei mir. Und deswegen war das absolut kein Spiel für mich. Mag sein, dass es objektiv gesehen ziemlich gut war, mag auch sein, dass es... noch eins der besseren Spiele war, die Eidos bla 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 gemacht hat. Wenn wir uns mal das Thief-Reboot ansehen, das war wesentlich schlechter. Aber ich bin jetzt nicht so angehypt von Mankind Divided. Mich würde mal interessieren, wer das macht. Guck mal kurz. Cool, man gibt Mankind ein und schon kommt Mankind Divided. Macht wieder Eidos. Schön. Eidos Mund. Entschuldigung, ich muss mal die Hände waschen. Wow, der Spambot ist wieder online gekommen und hat mich gefragt, ob ich immer noch da bin. Und, bist du noch da? Ja, aber ich habe immer vorher schon nicht geantwortet. Schade. Ja, also Deus Ex
würde mich mal interessieren, falls jemand in die Kommentare schreiben will, was er davon hält. Mir ist es relativ egal. Ich werde es, so wie Simon gesagt hat, ich werde es links liegen lassen, genauso wie Black Ops 3. Ich habe übrigens den Artikel gelesen, Christoph, den du geschickt hast, von Jonathan Beach bei Vice.com. Das ist ziemlich gut. Bis auf die Tatsache, dass er anscheinend Konsole spielt. Nein, er hat nicht so viel Ahnung von der Materie, wie er meint, wenn er anstatt Little Mac, Little Max schreibt. Ja, vielleicht ist es auch ein Tippfehler. Weil es kann ein Tippfehler sein, aber Little Mac existiert nicht seit ein paar Monaten. Ja. Das ist eine Ikone seit jeher. Darum ist der Amiibo von Little Mac auch so schnell ausverkauft gewesen. Also ich weiß nicht, an der Stelle war ich ein bisschen stutzig, aber ansonsten stimmt es schon, was er sagt. Es gibt gerade der Punkt mit den Let's Play-Idioten, der stimmt wirklich. Und ja, das also, von einem Consolero ist echt krass. Ich finde, ich habe mir damals ein Let's Play von Populous The Beginning angeguckt, das habe ich mir von Rahmenschnitzel LP, das habe ich mir auch super gerne angeguckt, einfach weil es für mich einen Mehrwert geboten hat. Das hat mir irgendwas über das Spiel gezeigt, irgendwelche Tricks gezeigt, was auch immer, mich unterhalten. Aber die meisten Let's Plays sind einfach nur noch hingeschissen und das mag ich nicht. Also ich habe ganz zum Anfang, da hatte PewDiePie 2 Millionen Abonnenten oder so, also auch nicht mehr so ganz zum Anfang, aber doch eine relativ lange Zeit her, habe ich auch immer mal gerne PewDiePie geguckt, einfach weil er sich da Mühe gegeben hat und man wirklich gesehen hat, es ist ab und zu auch mal geschnitten gewesen, weil PewDiePie ansonsten auch 2 oder 3 Mal einen Teil spielt, damit es wirklich eine gute Aufnahme wird, damit die Gags stimmen, damit der Humor ordentlich ist, damit die Unterhaltung einfach nicht so hingeklatscht und hingerotzt wirkt. Und das fehlt mir einfach bei ganz vielen Let's Playern. Die denken sich dann, ja, also das ist ja ganz einfach irgendwie zu Let's Playen, das mache ich jetzt auch mal, aber also, da steckt, glaube ich, mehr dahinter. Let's Playen an sich ist auch einfach, frag mal Simon. Es gut zu machen, das ist die Kunst an der Sache. Hm. Und frag bei mich. Frag Simon. Und ich muss dir zustimmen, ich habe mal das ursprüngliche Amnesia. Let's Play von Felix Kjellberg, nicht von PewDiePie. Da war er noch ein ganz normaler Mensch. Ja, genau, das angeguckt. Halt, genau. Das ist 100-mal besser als all der Content, den er jetzt macht. Ja. Weil ich PewDiePie einfach nicht hören, sehen oder riechen möchte. Riechen. Mit der Nase. Nee, also da muss ich wirklich sagen, das war cool, das war lustig. Das war auch super gut. Aber was er so sonst macht, muss ich auch sagen, ist nicht meins. Wirklich nicht meins. Nochmal darauf zurückzukommen mit dem Artikel. Ich finde das immer so bei Let's Playern, wo er eben schreibt, dass sie ständig auffordern, diese Let's Player in ihren Streams oder Videos, seine Videos zu liken oder den Kanal zu abonnieren und so weiter, alle 2 Minuten, wie er das hier schreibt. Ich verlinke den Artikel übrigens in der Beschreibung des Podcasts, dass alle, die jetzt mithören, den sich auch mal durchlesen können. Ist sehr lesenswert. Ja. Gerade auch das mit den überflüssigen Neuauflagen, da stimme ich absolut zu, aber auch mit den Let's Plays. Es ist auch so eine Sache, was ich auch immer öfter sehe, auch das ist auch, was mir viele sagen. Ey, du brauchst so einen Abspann, wo du irgendwie sagst, danke fürs Zusehen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann followt mir auf Twitter oder abonniert mich oder so weiter. Und wo dann Vorschläge für neue, weitere Videos kommen. Ja. Das wurde mir mal vorgeschlagen, ich weiß gar nicht, warst du das sogar? Nee. Es kann sein, dass wir mal drüber geredet haben, weil es eben... Also ganz ehrlich, die meisten, also wir reden ja jetzt hier gerade eben offensichtlich von einer Endcard. Und Endcards habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass sie zu 80% einfach weggeklickt werden und sie den Aufwand eindeutig nicht wert sind. Naja, aber es sind 20% Leute, die du weiterleitest. Ja, aber ich kann es mit mir nicht vereinbaren, weil ich finde es nervig. Das zu Ende. Ich sage auch... unbedingt das Video anklicken und wenn, dann wird es eh bei den vorgeschlagenen Videos rechts angezeigt. Also was soll das? Darum mache ich auch nie so Sachen wie abonniert mich bitte oder so ein Scheiß, weil jeder kann tun, was er will, man kann mich abonnieren oder nicht, ist mir egal, ich mache trotzdem mein Ding und ich kann das mit mir nicht vereinbaren, so einen dummen Endscreen, wo ich dann sage, bitte abonniert mich, hier noch coolere Videos von mir, weil ich möchte gerne Leute haben, die mir folgen, die Hirn haben und nachdenken und wer Hirn hat und nachdenkt, der weiß, wie man auf YouTube einen Twitter-Account findet von jemandem oder wie man auf den Abonnieren-Button klickt. Ja. Das ist so, man könnte sagen, ich versuche meine Abonnenten passiv zu erziehen. Richtig.
Den du sie ignorierst. Ja, und du selektierst eben auch ja, du innerhalb deiner Zuschauerschaft, genau. Du tust aussortieren aber, und die du nicht abonniert als Abonnenten haben möchtest, tust du deportieren. Nee. Just like Hitler did. Wenn wir uns jetzt aber angucken, übrigens der Spruch, Christoph, sag mal kurz, übrigens Niklas, der Spruch mit O Himmlers Willen, jetzt Reichsadler, ist ziemlich gut angekommen. Bei wem? Bei ein paar Kumpels von mir. Achso, ja, um Himmlers Willen, jetzt Reichsadler. Das gesagt und dann, ja, genau, um Himmlers Willen, jetzt Reichsadler. Und dann, hast du auch gut gesagt, wer macht denn sowas? Nein, der ist schlecht. Doch, der schlecht ist. Nein, der ist schlecht. Weg. Der ist jetzt auf einmal schlecht. Ja, den finde ich schlecht. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Nee. Was ist daran ein Auto denn explodiert. Was ist denn daran so schlecht? Ist doch okay, finde ich. Ich finde es, um Himmlers Willen, jetzt Reichsadler, finde ich insoweit gut, weil das eigentlich, weil es ja nicht die exakte Wortlaut ist, um Himmels Willen, um Himmlers Willen. Da ist kein R drin, das man hört. deshalb finde ich das so gut, um Himmlers Willen, jetzt Reichsadler, Adler, aber. Das finde ich so gut, weil das so ein kleines Wortspiel ist, aber wer macht denn sowas? Das ist einfach, wer macht denn sowas? Ja. Wer macht denn sowas? Das ist exakt, und ich finde sowas nicht gut. Wer macht und wer macht? Müssen wir jetzt echt darüber diskutieren? Nein, ja, gut, aber ich möchte sagen, dass ein Wortspiel, wo wirklich eins zu eins der gleiche Wortlaut ist, finde ich nicht gut. Ich mag so Ähnlichkeiten. Himmler, Himmel und sowas. Das finde ich gut, aber das finde ich. Und es gibt's nur im Doppelpack, also nimm zwei. Okay. Wer von euch hat schon mal Killing Floor gespielt? Ich nicht. Killing Floor? Ich weiß bloß, dass hier in unserem Google Doc jetzt drin steht, Killing Floor geht in Early Access. Und dann weiß ich, dass du dich gleich wieder aufregen wirst. Nö, eigentlich nicht. Also. Echt? Na, passiv. pass auf. Killing Floor 2 geht jetzt tatsächlich in Early Access am 21. April. Ich werde es mir nicht ansehen in Early Access. Ich weiß nicht mal, ob ich mir die Vollversion ansehen werde nachher. Ich habe tatsächlich Killing Floor 1. Ich hatte nur immer so den Konflikt bei mir. Was spiele ich jetzt? Killing Floor oder Left 4 Dead? Und ich habe mich immer für Left 4 Dead entschieden, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, dass ich Left 4 Dead wesentlich besser finde. Das Einzige, wofür Killing Floor sehr bekannt ist, ist ein sehr hoher Gewaltgrad. Ich weiß auch momentan gar nicht, wie das geregelt ist. Wird das Ganze überhaupt in Deutschland verkauft werden auf Steam? Weil der Vorgänger ist in Deutschland geschnitten. Aber jetzt kommt Killing Floor 2 ja erst in Early Access raus, ist also sozusagen in Beta, also noch gar nicht fertig. Das heißt, kann man da jetzt schon Zensur ansetzen und wird dann das fertige Produkt zensiert werden? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich verfolgen werde. Ansonsten sieht gut aus. Es kriegt hoffentlich wieder Mod-Support. Ich denke mal, das wird definitiv dabei sein. Ansonsten ist es aber das gleiche Spielprinzip, nur mit ein bisschen besserer Grafik und ein paar Veränderungen hier und da. Es soll aber auch, glaube ich, gar nicht vollpreismäßig kosten. Von daher ist es für Leute, die einen Koop-Shooter spielen wollen, bestimmt was. Wenn du deinen PC auf die Reihe kriegst, Simon, können wir das ja mal spielen, wenn du Lust hast. Oder wir warten wirklich bis zu diesem Warhammer-Koop-Shooter, wo du aber schon gesagt hast, du kennst dich nur mit Warhammer 40k aus und nicht mit Warhammer. Genau. Wo ich nicht mal wusste, dass es was Unterschiedliches ist. Scheiße. Echt? Das wusstest du nicht? Nee, ich dachte, wer nur Warhammer sagt, ist einfach zu faul, noch 40k hinten dran zu hängen. Nein, wer Warhammer sagt, der meint Warhammer. Der meint es gleich wie Warhammer 40k, nur im Mittelalter. Ja. Warhammer das weiß ich jetzt ist auch. Nichts anderes als Warhammer deportiert ins 40. Jahrtausend. Aber das hat für mich irgendwie so ein bisschen eine Welt. Für mich ist da eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich immer dachte, das ist so eine richtig coole Fantasy-Welt, wo Mittelalter-Typen gegen Leute mit Sturmgewehren kämpfen. Halbwegs erfolgreich. Ist es ja auch. Es ist Warhammer 40k. Ja, aber 40k hat ja keine riesigen Rattenviecher und so ein Scheiß. Die haben ja nur Orks. Ja, die haben auch noch Tau, die haben Necrons, die haben Elder, die haben Dark Elder, die haben Light Elder. Nein, gibt's nicht, du Idiot. Ach was, you don't say. Nee, aber wie, keine Light Elder in dem Teil, aber in den anderen Teilen schon? Vielleicht sollte ich mich mal mehr damit auseinandersetzen, aber ich habe das Gefühl,
Das ist so ein Mammutprojekt, das ich eh nie fertig bringe. Das ist ziemlich einfach eigentlich. Ich habe alles, was ich über Warhammer weiß, weiß ich einfach. Ich habe mich damit nie explizit total befasst. Ich fand es einfach bloß hin und wieder interessant, was man da irgendwie alles mal nachlesen kann. Und das war's. Na dann. Ja, also das ist nichts, wo ich mich übelst stark damit auseinandergesetzt habe. Deshalb finde ich es auch im Nachhinein ein bisschen lächerlich, dass ich in der Warhammer 40k Review, die wir gemacht haben zu Space Marine, ein bisschen arg ins Nerdische abgedriftet bin. Weil aber sowas ist witzig. Also so krasser Nerd bin ich eigentlich gar nicht von Warhammer 40k. Ich habe mich bloß ein bisschen, was ist denn die, wenn ich jetzt von der reinen Warhammer-Logik mal an das Spiel rangehe, was kommt dabei raus? Normalerweise mache ich sowas gar nicht. Das ist mir eigentlich scheißegal. Auch wenn ich wirklich finde, dass mit bekannten Charakteren die Story wesentlich besser geworden wäre, weil man bereits ein bisschen besseren Fansupport hätte und alles Mögliche. Aber an für sich fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe einfach mal mir so gedacht, was wäre, wenn ich jetzt mal einen so richtig auf Nerd machen tue, was würde denn so ein richtiger Warhammer-Nerd zu Space Marine sagen? Und so habe ich irgendwie mal versucht, das Spiel mir anzugucken. Du hast also wieder geschauspielert. Nicht direkt. Ich fand es selbst faszinierend, auf die Art und Weise an das Spiel ranzugehen. Ich wollte es selber mal so zerpflücken auf die Art und Weise. Art und Weise. Hat sich ja gelohnt. Ja. Wir haben wie viele Klicks drauf bekommen? Zusammen vielleicht 1000. Yay! Es war die Mühe und die langen Nächte, die wir dieses Kack-Skript geschrieben haben, weil du zu faul warst, mir zu sagen, dass du keine Skripte schreiben magst. Das war es voll wert. Ja. Ich finde, Skript war auf jeden Fall notwendig. Und ja, das sowieso. Du musst bedenken, ich skripte alle meine Videos. Das heißt, du hast mich irgendwie da falsch verstanden. Ich skripte alle meine Videos, nur ich halte mich nicht an das Skript, wenn ich einspreche. Das ist auch eine Möglichkeit. Warum schreibst du dann ein Skript und nicht nur Stichpunkte? Okay, die habe ich das noch nicht erzählt. Es sieht folgendermaßen aus, meine Videos, ich versuche immer ein bisschen die geeignete Betonung irgendwie in meine Skripte mit einzubringen. Das funktioniert aber schlecht, wenn ich wirklich jedes Wort einzeln ablese und das war's. Ja. Das sieht man an meinem Cookies-Video, das Gott sei Dank nie wieder jemand sehen wird. Ganz gut, da habe ich irgendwann angefangen mit den übertriebensten Betonungen, like a Julians Block, und irgendwann ist mir dann aufgefallen, wenn ich das Ganze spontaner mache, wenn ich einfach nur das Skript sehe und das dann abspreche, aber hin und wieder ein bisschen was verändere, mal nicht auf das Blatt gucke, sondern mal an die Wand starre und einfach mal so damit rede, dann ist das Ganze kommt meine Betonung viel authentischer rüber. Deshalb tue ich meine Texte, die ich in den Videos einspreche, so sprechen, dass ich ein Skript schreibe, das mir durchlese, den einzelnen Abschnitt, den ich normalerweise vorlesen würde, und dann anfange, den vorzulesen und irgendwann an die Wand gucke, abdrifte und dann sozusagen den Rest freispreche. Und ich habe quasi das Skript bloß, um eine Formulierungsstütze zu haben, damit ich nicht in irgendwelche Äms und Ös und irgendwelche Pausen abdrifte. Dafür ist das Skript eigentlich da. Kannst du das nicht einfach rauscutten? Ja, könnte ich, aber das Problem ist, so gut in Audiospuren cutten bin ich leider nicht. Und dann sind da hin und wieder, dass ich plötzlich... So, dann ist es halt so gecuttet. Mhm. Ah, verdammt, ich dachte gerade, mein Internet wäre abgestürzt, du Arschloch. und auch wenn ich so anfange auszuatmen... Und dann setze ich den Cut, dann ist dann so ein Dämpfer drin. Durch das Ausatmen. Also man kann Audiospuren nicht so gut cutten, um dann wirklich. Ja, es war gestern lustig, Niklas. Ja. Es war gestern sehr lustig. Gestern der Knüller. Was ist passiert? Nein, da dürfen wir nicht drüber reden, das ist gemein. Nein, das ist gemein, da würden wir über einen anderen YouTuber lästern. Mhm. Ach, sowas würden wir doch niemals tun. Wir sind total koscher, was das angeht. Wir lästern nie. Nee. Mhm. Zumindest nicht öffentlich. Frage, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren fertig mit Killing Floor und jetzt wollten wir das Alternativthema angehen, weil einfach nichts passiert ist diese Woche. Ach stimmt, wir wollten anfangen über Filme zu reden. Genau. Ja. Ich habe mir nämlich
Bei mir sieht die momentane Situation so aus, dass alle meine Komponenten aus mysteriösen Umständen den Geist aufgeben, nacheinander. Yay! Success! Vermuten, es liegt am Mainboard und gestern ist dann auch noch spontan der Lautsprecher in meinem Headset kaputt gegangen, sodass ich jetzt mit meinen In-Ear-Kopfhörern hier da sitze. Das heißt, ich brauche auch noch ein neues Headset. Das resultiert dann wieder darin, dass jetzt höchstwahrscheinlich wieder die nächste Zeit keine Videos kommen können, weil ich halt ein Headset brauche. Warum? Weil ich ein Headset brauche für meine Videos, du Genie. Warum? Sachen einsprechen und so. Ja, aber was du schon aufgenommen hast, kannst du doch noch machen. Hast du nicht ein Studiomikrofon? Nein, das möchte ich verkaufen. Ich bin damit unzufrieden. Okay. Das nimmt alles viel zu sensibel auf. Also ich meine, hört ihr momentan das Rauschen von meinem PC? Nö. Mit meinem Studiomikrofon, wenn ich damit in Audacity aufnehme, hört man das die ganze Zeit. Ja, deshalb regulierst du es, machst du in Audacity eine Rauschentfernung, die dauert 10 Sekunden. Ja, und es funktioniert aber auch nicht perfekt. In Audacity. Ich mache mit dem Ding hier auch eine Rauschentfernung. Mich wundert es, dass ihr nicht gerade eben zugerauscht werdet von meinem Standard. Also so ganz leise höre ich das, aber... Es kann auch ein ganz normales Grundrauschen an einem alten, weil es eben kein so hochwertiges Mikrofon ist, sein. Naja, also jedenfalls die Tatsache, dass mein Videospielerlebnis in den letzten ungefähr 5 Monaten sehr stark eingeschränkt ist aufgrund meiner Hardware-Probleme, habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, einfach Filme anzugucken. Und könntest du auch noch ein bisschen Zeit damit verbringen, in deinen Popschutz zu sprechen? Ich habe keinen Popschutz. Ach, das würde erklären, warum du die ganze Zeit machst. Oh, der war hart. Ja. Ja, nee, welche Filme hast du denn geguckt da? Also ich habe ungefähr die Top 10 der IMDb rauf und runter geguckt. Du hast jeden mehr als einmal geguckt? Ich habe die Verurteilten jetzt 3-mal gesehen. Warum das? Ich bin 17 Jahre alt. Ich glaube, ich habe den Film öfters als einmal gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Naja, ich also jetzt, auch nicht. Um das Ganze jetzt mal runterzubrechen, wir wollen uns sehr gerne über Filme unterhalten, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Ja, wir können uns heute über Videospiele unterhalten. Ja, oder Videospiele, aber ich habe kein nix gezockt, dann könnten wir jetzt die ganze Zeit ich habe auch nix. Wir würden ein paar Zuschauer feiern, aber ich doch, eine Sache ist mir noch eingefallen gerade. Was denn? Die können wir nochmal schnell machen. Ich habe letztens gelesen von einem Spiel, das heißt Beyond Ice. Ich fand, das hat einen sehr interessanten Ansatz, weil es schon so ein bisschen mit dem Titel spielt. Man spielt ein blindes Mädchen. Mhm. Und man hört die Welt im Prinzip nur. Und aufgrund dessen, was man hört, baut sich dann die Spielwelt um einen herum auf. Das heißt, der Spieler, der hat ja Augen, bekommt visuelles Feedback, was sich um das Mädchen herum befindet, aufgrund von den Dingen, die das Mädchen hört. Mhm. Ich find's interessant. Die Idee ist super cool. Es gibt ja 2 Möglichkeiten, mit dem Thema weiterzumachen. Entweder ich leite jetzt wieder zum Thema Filme über, weil Daredevil einen Superhelden behandelt, der auch nicht gucken kann. Oder ich gehe weiter zum Thema Spieleentwicklung, weil ich mir mal Gedanken über ein App-Spiel gemacht hatte, das so ähnlich funktionieren würde. Und das würde ich dann erläutern. Oder wir gehen auch weiter zu anderen Filmen, über die wir reden könnten. Oder wir gehen weiter zu anderen Filmen, über die wir reden würden. Suche was aus. 2 oder 3. Heute gebe ich euch das Ruder in die Hand. Ja, wir kriegen also das Ruder in die Hand. Der Podcast, der dauert jetzt schon wie lange? Ich sag mal 30 Minuten? Weiß ich nicht. Ein bisschen länger. Aber wenn ihr euch jetzt nicht entscheidet, dann suche ich mir einen aus. Ich habe 2, über die ich reden kann. Okay, dann suche. Im Ernst jetzt? Ja, mach. Also es ist nämlich irgendwie so, der ist jetzt heute noch unstrukturierter als sonst, weil einfach nichts passiert ist. Ende. Ja. Tschüss. Nein. Ich habe gesehen letztens zusammen mit 2 Freunden Bayonetta Bloody Fate. Ich habe auch ein Video dazu aufgenommen, was ich eigentlich machen wollte, wo ich über den Film geredet habe. Das hat es allerdings nicht durch meine interne Qualitätskontrolle geschafft. Ja, ich habe tatsächlich eine Qualitätsstandards. Wenn mir etwas selbst nicht gefällt, was ich selber nicht angucken würde, dann lade ich es nicht hoch. Und das war bei dem Video der Fall. Deswegen ist es nie veröffentlicht worden. Aber dann kann ich ja hier mal die Chance nochmal wahrnehmen, darüber zu sprechen. Der Film behandelt die Story des ersten Spiels. Also komplett. Versucht er zumindest. Und hat gewisse Probleme dabei. Denn die Story im Spiel ist ziemlich komplex und ziemlich lang auch.
Und das in einen Film reinzustopfen, der maximal, der ging glaube ich 90 Minuten, der Film, das ist schwer. Das ist ziemlich schwer. Und es sorgt halt dafür, dass der Anfang sehr detailliert dargestellt ist, in Kongruenz zum Spiel, allerdings auch anders. Im Spiel zum Beispiel beginnt man auf einem Friedhof und im Film beginnt man in der Kathedrale. Da passiert aber das gleiche Ereignis, dass sie eben sich verkleidet und dann die Verkleidung aufgibt und anfängt, Engel zu töten. Nur fand ich das Friedhofssetting da irgendwie besser. Vor allen Dingen, weil Rodin da auch besser hingepasst hat, als er das dann in der Kathedrale tut, weil er eben im Spiel aus einem Sarg rauskam und in der Kathedrale. Ich habe keine Ahnung von Bayonetta. Wer oder was ist Rodin? Rodin ist ein Typ, der einen Laden betreibt. Ich weiß nicht genau, was er ist. Ich weiß nur, keiner kann ihn töten. Er ist ein absoluter Badass und er kann zwischen den verschiedenen Welten, also Himmel, zwischen Himmel, Hölle und Menschenwelt rumlaufen, wie er will, und keiner kann ihn aufhalten. Ich habe keine Ahnung, der Typ ist einfach krass. Der bringt auch alles um, was er umbringen will. Immer wenn Rodin kämpft, ist der Kampf vorbei, bevor du was machst. Und er hilft halt Bayonetta immer ein bisschen. Und das ist so die Anfangsszene. Das Ende ist dann auch wieder sehr detailliert, nah am Film dargestellt. Mhm. Aber zwischendrin gibt's einen ziemlichen Hänger, weil dann werden so einzelne Set-Pieces des Films unzusammenhangsmäßig hintereinander geschmissen. Und sehr viele grundessentielle Dinge der Story sind halt auch gestrichen worden. Das heißt, man hat hier einen Mittelweg gewählt, der für beide Seiten nicht sehr befriedigend ist. Zum einen der Fan weiß, da ist noch so viel mehr, würde dahinter stecken, da hätte man noch so viel mehr machen können, es wurde aber nicht gemacht. Und der das Spiel nicht kennt, versteht einfach nichts. Auch wenn sie sich am Anfang Mühe geben, im Intro im Prinzip alle Sachen, die sozusagen Worldbuilding sind, das heißt, alles, was man im Spiel nach und nach über die Welt erfährt, wodurch man nachher die Hintergründe versteht, werden am Anfang direkt vorweggenommen und erklärt, damit man die Handlung des Films versteht. Nur ist es zu viel auf einmal, es versteht halt keine Sau. Ja. Und das ist so das Problem, was der Film dann letztendlich hat. Er sieht schön aus, er ist schön animiert, er hat aber sehr starke inhaltliche Schwächen, auch bei der Darstellung der Charaktere. Es wurde sich ja übelst über Bayonetta immer über diese sexistische Darstellung aufgeregt, weil alles in der Welt sexistisch ist heutzutage. Dazu muss ich sagen, im Spiel ist das Ganze immer sehr intelligent am Rande der krassen Action eingeflößt worden, wodurch es passt und ein Stilmittel darstellt. Im Film ist es halt einfach nur noch es ist nicht sexistisch, aber es ist halt nicht mehr so intelligent gelöst. Sie zeichnet, also diese Anime-Zeichnung, da ist sie halt sehr, sie hat im Film viel größere Titten, als sie im Spiel hat. Und sie sagt halt auch dann so Sachen wie, willst du mich hier nehmen, direkt und hart? Und so dumm, so blöd, so einfältig hat sie das im Spiel nie gemacht. Was zur Hölle? Ja, es ist schade. Ich denke, man hat versucht. Ich habe so das Gefühl, dass der Film ist von dem Typen gemacht worden, der das Spiel nicht gespielt hat, aber die Materie kennt und versucht hat, sich da hineinzuversetzen. Hat am Ende nur so semi-gut geklappt. So ungefähr wie Dead Space Downfall. Ja, im Prinzip Downfall. Ein bisschen wie Dead Space Downfall, kann man ja, so sagen. Das ist so furchtbar, seit ich irgendwie so dieser Warhammer 40k-Schiene drin bin, diesem Spiel Dawn of War, das habe ich früher immer Dawn of War genannt, dann denke ich mir, nee, das ist falsch, das heißt Dawn of War, und seitdem sage ich zu Dawn. Oh Dawn Mann. Fall. Du hast Probleme, Alter. Dawnfall. Ja. Dawnfall. Dawnfall wäre hier, Dawn ist doch Abend, oder? Oder ist es ist morgen? Dawn of Ready at Dawn. Nee, ich glaube, das ist morgen Vormittag. Also wenn die Sonne wieder aufgeht. Ja, sag ich doch. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist also Bloody Fate ist ein netter Film für einen netten Abend für Leute, die Animes mögen, weil er ist technisch wirklich sehr hübsch. Aber mehr auch nicht. Man muss den nicht unbedingt als Fan von Bayonetta gesehen haben, außer man ist ein übelst krasser Fan. Ansonsten es ist okay. Es ist schade. Ich hätte mir mehr gewünscht. Aber es ist schon klar, wie willst du eine Story, die sich über ein 10 bis 15 Stunden langes Spiel erstreckt, in einen anderthalb Stunden langen Film quetschen? Dass das nichts wird, war klar. Nur hätte man dann wenigstens sagen können, wir nehmen halt Passagen aus dem Spiel und übernehmen sie 1:1. Nur anstatt, dass wir sagen, dass es wie im Spiel ist, dass man kämpft, animieren wir das Ganze und machen es halt krasser, als es im Spiel ist. Was es an einigen Stellen noch ist. Aber ich bin ein bisschen mit so einem leeren Gefühl aus dem Film rausgegangen. Ist schade.
Er ist nicht scheiße, aber er hätte auch wesentlich besser sein können, als er letztendlich war. Okay, lass mich raten. Dein zweiter Film ist... Du kannst das jetzt sagen, Du wolltest doch raten. Nein, und ich nicht. Du sollst es bestätigen. Das sollte so ein cooler Übergang sein. Okay, mein zweiter Film ist richtig. Feuchtgebiete. Quatsch. Nein. Nein, mein zweiter Film ist tatsächlich Gravity. Was? Ich dachte, du hast American Sniper geguckt. Ja, aber Gravity habe ich auch geguckt und Gravity ist besser als American Sniper. Hast du Interstellar schon gesehen? Ich fand Gravity scheiße. Dann solltest du Interstellar gucken. Im Vergleich zu Interstellar ist Interstellar ist auf einem deutlich höheren Niveau als Gravity. Glaubst du? Ja. Glaubst du, das lässt sich vergleichen? Ich sag's mal so, ich fand bei Gravity es eigentlich bloß cool, diese ganzen Kamerafahrten. Die Kamerafahrten sind bei Gravity geil. Die waren großartig. Ja, alles andere fand ich scheiße. Gravity. Gravity hat richtig gute Visual Effects. Richtig gute. Ich habe noch nie so gute Effekte im Weltraum gesehen. Interstellar hat einen Oscar dafür bekommen. Dann guck dir Interstellar an. Gravity hat Interstellar überlegen. Ja, warte mal. Gravity hat diese geilen Kamerafahrten. Gravity hat einen sehr geilen Soundtrack, der einfach perfekt passt. Der von Interstellar ist von Hans Zimmer. Ja, und das heißt noch nicht, dass er gut ist. Der hat fast einen Oscar dafür bekommen. Ja, fast einen Oscar. Hallo, ich hasse die Oscars. Wieso kriegt Leonardo DiCaprio nie einen Oscar? Die sind scheiße. Das kann ich auch verstehen. Ja. Ich kann ihn nachvollziehen. Für Leos Rolle in Der große Gatsby hätte ich ihm 10 Oscars gegeben. Ich hätte ihn damit gesteinigt. Meine Fresse. Also verdient hat er schon einen, definitiv. Dämliche Preisverleihung. Also nee, aber sowieso mein Zweitlieblingsschauspieler. Welcher ist dein Lieblingsschauspieler? Christopher Waltz. Kenn ich nicht. Doch, kenne ich, aber... Den kennst du nicht? Hast du Django Unchained gesehen? Doch, Django... Ach, ist das der Typ, der den Doktor spielt? Ist der Arzt. Schulz. Der Zahnarzt. Ja, der Dr. Schulz. Ja, doch, der ist ein guter Schauspieler. Das ja, und auch, in Inglourious Basterds hat er den... Fuck, wie heißt er? Den Judenjäger gespielt. Ich habe Inglourious Basterds auch nicht gesehen. Ich finde Joseph Gordon-Levitt ist auch ein toller Schauspieler. Ja, jedenfalls Christopher Waltz, bester Schauspieler, der jemals existiert hat. Saugut. Quentin Tarantino hat aber auch seine Vorzüge. Also, wo er geschauspielert hat, war er ziemlich gut. Was? Hast du mal From Dusk Till Dawn gesehen? Hab ich mal reingeguckt. Der war gut, der Film. Bisschen platt, aber gut. Moment mal, Quentin Tarantino. Mhm. Ja, der ist von Quentin Tarantino und der Schauspieler, der auch. Ja, ich weiß, der hat nämlich auch Django Unchained, hat er ja auch kurz gespielt, am Ende. Ich glaube, er ist in jedem Film. Ich habe ihn nicht erkannt. In jedem seiner Filme. Irgendwo ist er immer drin, ja, aber er ist meistens nie die Hauptrolle. Peter Jackson spielt in dem ein Hobbit-Film, im ersten Hobbit, spielt dann einen Zwerg, als die aus der Zwergenstadt fliehen. Da ist er kurz als Zwerg zu sehen. Echt? Ja. Cool. Lol, ist mir auch nicht aufgefallen. Naja, also jedenfalls. Nein, was ich an Gravity richtig gut fand, war dieses Gefühl. Dieses Gefühl, dass man allein ist, dass es aussichtslos ist in vielen Fällen, dass es eine der beschissensten Situationen, in die du eigentlich geraten kannst, ist, wenn du im Weltraum bist, allein, keinen Kontakt zu den Menschen am Boden hast. Ich meine, das muss ein Gefühl der Einsamkeit sein, das unerreicht ist. Und das hat der Film wirklich gut transportiert. Ich war jetzt nicht so ein Fan von der Szene, wo dann, ich weiß nicht mehr, wie der kommt. Spoilert das zu viel? Ich weiß nicht genau, welche Szene du meinst, aber spoilert das zu viel für die Leute, die das noch nicht gesehen haben? Ich gebe mal einen Tipp. Spoiler-Podcast, sag weiter. Ja, Achtung, Spoiler-Podcast. Ich war nicht so ein Fan von der Szene, wo er nochmal auftaucht. Aber auch wo sie mit einem Menschen am Erdboden funkt und die Bellgeräusche nachmacht. Ich fand's authentisch. Ich fand's super und authentisch. Ich halte eigentlich gar nicht so viel von Sandra Bullock, aber den Film fand ich echt gut. Du solltest dir Interstellar angucken. Als wir damals in der Sneak waren und nicht reingelassen wurden, obwohl wir irgendwie 10-mal vorher da waren und sogar Evil Dead da geguckt haben. Ja, wir waren immer zu jung mit Sneak-Previews, bei uns immer im Kino ab 18 gewesen, weil das eben Spätvorstellung war und im Normalfall, also so jede zweite Woche lief irgendein Horrorfilm und wir waren damals noch unter 18 und sind dann immer trotzdem hin
Und irgendwann wurden wir dann einfach nicht mehr reingelassen, warum auch immer. Weil sie angefangen haben zu kontrollieren. Und ja, Niklas? Und da sind wir dann herausgegangen und hätten Gravity gucken können. Ja. Warum haben wir es nicht getan? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten keine Lust, unser Geld in Rachen zu werfen. Das Krasse ist, ich dachte, im ersten Trailer von Gravity, da geht's einfach darum, da habe ich mir auch nicht, habe ich auch nicht verstanden, wie das funktionieren soll, weil der Trailer hat nicht mehr darüber verraten, dass sie von ihrem Team getrennt wird und in Weltraum gepustet wird und dann so lange im Weltraum drum treibt, bis sie erstickt. Und sozusagen ein Psychothriller irgendwie sein soll, wo sie dann irgendwie Halluzinationen, Flashbacks und so ein Kram kriegt. Dass es am Ende das geworden ist, was es ist, hat mich tatsächlich sehr glücklich gemacht, weil ich hätte nicht gewusst, wie das funktionieren soll. Es erinnert mich an so eine Futurama-Folge, wo Bender auch in den Weltraum geschossen wird und dann Gott spielt und dann Gott trifft und dann auf die Erde zurückgeschossen wird. Sowas funktioniert in so einer 20-Minuten-Episode, aber in einem ganzen Film wäre es schon ziemlich hart. Aber ich fand Gravity gut. Ja. Nee. Okay, wir haben es schon mehrmals angesprochen, jetzt unterhalten wir uns über Interstellar. Christoph, leg los. Nick, das hatte ich noch nicht gesehen. Ich würde eigentlich, also Interstellar ist von den Visual Effects, glaube ich, nochmal eine ganz andere Ebene als Gravity. Gravity beschränkt sich auf dieses Setting, was sie haben. Interstellar geht einfach ein Stück weiter und erschafft auch neue Settings. Und ich weiß nicht, die meisten werden Inception gesehen haben. Inception ist auf der Rangliste. Auf welchem Platz ist die? Du guckst da gerade. Simon, du guckst doch IMDb? IMDb. IMDb. Was willst du da wissen? Top 100. Auf welchem Platz liegt Inception? Moment, lass mich kurz nachgucken. Movie. Ja, ganz bitte. Dankeschön. Top 250. Inception liegt auf Platz 14. Inception liegt auf Platz 14, der beliebtesten Film aller Zeiten, als Christopher Nolan-Film. Und Interstellar ist auf einem anderen Niveau. Und trotzdem hat Leo dafür keinen Oscar gekriegt. Interstellar ist auf Platz 23. Interstellar ist auf Platz 23, also es ist auf einem gedanklich anderen Niveau, weil es eben sehr, es ist eine Dystopie, also die Erde geht unter, aber die Erde geht nicht unter, weil die Menschen sich irgendwie zu Tode bekriegen, sondern weil einfach der Klimawandel da ist, Wüsten sich immer weiter ausstrecken, Desertifikation und, nee, ist es nicht das? Okay. Du gehst, glaube ich, ich glaube, wir gehen vollkommen anders an den Film jeweils ran. Okay. Du sagst, für dich ist die Dystopie, wenn man die Erde geht unter und sowas wegen Klimawandel und sowas. Ganz ehrlich, das weiß man nicht. Es wurde in dem Film kein einziges Mal gesagt, was hat die Menschheit jetzt genau getan, das dazu geführt hat, dass sie untergeht. Stimmt. Wieso genau es diese Sandstürme gibt, wird nicht gesagt. Wieso genau, was war das? Mehltau ist ja der große Bösewicht in Interstellar. Genau. Woher genau das Mehltau kommt, was hat die Menschen genau dafür gemacht? Ich finde, das ist schon mal einer der Schwachstellen an dem Film. Also erstens mal, er ist zu lang. Nee, finde ich doch, nicht. Doch, für mich ist der Film... Also der Film geht fast 3 Stunden und ich finde, der Film hat ideale Länge. Also von mir aus könnte er noch gerne 20 Minuten länger gehen. Ich finde, die Zeit wäre nur dann gerechtfertigt, wenn er sich auch die Zeit nimmt, ein bisschen die Welt, in der er spielt, richtig zu deuten und zu erschaffen und nicht einfach bloß, ja, das können sich die Zuschauer ja selbst erschließen. Ich hasse diese Art von Storytelling. Ich hasse die. Deshalb finde ich auch beispielsweise Bioshock Infinite, wenn ich jetzt im Nachhinein so darüber nachdenke, eigentlich so schlecht, in Anführungszeichen. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, ich finde es eigentlich ziemlich gut, nur ich finde das Storytelling einfach unbefriedigend. Wenn man einfach Hast du nicht letztens noch gesagt, dass Bioshock Infinite für dich einfach ein komplett rundes Spiel wäre? Es ist für mich auch ein komplett rundes Spiel. Ich habe ja gesagt, dass ich es nicht schlecht finde, ich sage einfach bloß, dass die Art und Weise, wie es das gezeigt hat, schlecht finde. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. An für sich ist es gut, nur mir gefällt die Mittel nicht, die sie benutzt haben, um die Story aufzuziehen. Mir gefällt es einfach nicht, wenn man eine Geschichte vollklatscht mit irgendwelchen komischen religiösen Symbolik und irgendwelchen metaphysischen Ebenen und alles Mögliche. Und dann kann sich jeder da, dann denkt jeder, oh, das ist so tief philosophisch, deshalb ist das so extrem gut. Ich mag diese Art von Storytelling nicht und deshalb finde ich auch Interstellar auch so schwierig.
Das fand ich allerdings gar nicht. Ganz Interstellar baut darauf auf, dass sich der Zuschauer selbst Gedanken darüber macht und sich die Logik, die dahinter steckt, selbst erschließt. Und die Logik wohinter? Das stimmt, find ich hinter nicht. In schwarze Löcher reingehen und die Kraft der Liebe ist gekoppelt mit Gravitation und deshalb kann man Morsecode schreiben. Nein. Das klingt gerade für jemanden, der den Film nicht gesehen hat, wie ziemlicher Bullshit. Das ist auch eine, ich glaube, das ist eine Missinterpretation. Ihr redet weiter. Der Film basiert auf Theorien, gängigen physikalischen Theorien, und zwar so weit, dass am Ende gesagt werden kann, wir haben Dimensionen, die wir uns aktuell noch nicht hundertprozentig erklären können und belegen können. Und da wird natürlich Storytelling-mäßig die Liebe irgendwo mit einbezogen. Und die Liebe durchzieht das eben. Viele Zuschauer setzen das aber eben damit gleich, diese physikalische Theorie, mit der Liebe, die dafür vorkommt, und sagen dann, hey, irgendwie die Liebe ist schuld an alledem. Nein, aber die Liebe in dem Fall, diese Beziehung zwischen zwei Menschen, ist einfach nur da, sie ist präsent und ist aber nicht Verursacher. Ganz viele Leute interpretieren das, so habe ich das Gefühl, und so habe ich auch immer die Diskussion. Warte mal kurz, Christoph. Niklas, wieso klickst du so? Das bin ich, das ist Christoph. Ich bin eben bei Dota. Oh Gott. Okay, ich hör auf. Und ich glaube, es ist nicht die Ursache, sondern es ist einfach da, weil es passt. Und du interpretierst es so, als wäre Liebe die Ursache dafür, dass die physikalischen Theorien funktionieren. Aber das ist. Das ist es ja nicht. Okay. Nur weil wir irgendwie zusammenleben, ist es ja nicht die Liebe die Ursache, auch wenn es Liebe irgendwie gibt oder so. Naja, okay. Ich verstehe schon, was du meinst und alles. Man merkt schon, dass der Film etwas kompliziert ist. Man versucht ihn zu durchsteigen. Aber ich verstehe kein Wort. Stell mal eine Frage. Was war für dich die beste Szene, also die Szene, die am besten funktioniert hat in ganz Interstellar? Er war zu lang. Nein. Also ich finde, es gibt viele gute Szenen. Das war die beste. Für mich eine Antwort gibt es für mich da bloß. Das ist ja subjektiv, dass es für dich nur eine Antwort gibt. Sag mir aber mal, was war für dich die beste Szene? Für mich die beste Szene, als sie auf das Feld geht und das Feld anzündet. Echt? Ja. Die Szene von, okay. Ja. Für mich war die beste Szene die, nachdem sie von diesem Planeten wiederkommen mit diesen Monsterwellen. Mhm. Das war die beste Szene aus dem ganzen. Die sieht man im Übrigen auch im Trailer. Okay. Das war für mich die beste Szene aus dem ganzen Film, einfach weil die Ausgangssituation ist ja folgende. Sie gehen auf diesen Planeten, um irgend so eine Tussi wiederzuholen. Aber dieser Planet befindet sich auf einer Umlaufbahn um ein schwarzes Loch, wodurch die Zeit auf diesem Planeten extrem verlangsamt wird. Eine Stunde auf diesem Planeten entspricht, glaube ich, 7 Jahre. Great, we will wait for Half-Life 3 here. Ja, da gibt's das Meme zu, da hast du recht, genau. Okay, aber wie kenne ich. Gibt's aber. Ist aber super lustig. Alles klar. Also, dann gehen sie jedenfalls auf diesen Planeten runter, verschätzen sich aber, es geht schief. Nee, die verschätzen sich nicht. Doch, die verschätzen sich, die waren da alle höchstens 30 Minuten, dann sind es 24 Jahre vergangen. Ja, doch, stimmt, hast recht. Ja, also gehen sie jedenfalls runter, verschätzen sich, kommen dann wieder hoch, sind 24 Jahre vergangen und dann bekommt der Hauptdarsteller, wie heißt der nochmal? Keine Ahnung, ich kann nachgucken. Das war der Schauspieler. Alter, voll der krasse Film, aber ihr kennt die Charaktere nicht mehr? Nein, den Schauspieler. Wir wissen, wie der Schauspieler heißt. Das ist das Problem, die Charaktere finde ich jetzt nicht so unglaublich gut. Also ich weiß, dass er Cooper heißt, aber Matthew McConaughey. Ja genau, Matthew McConaughey. Oder Corgi. Matthew McConaughey oder so. Ich kann es nicht aussprechen. McConaughey. Also. Und dann bekommt der
also der hat ja im Laufe seiner Mission Nachrichten von seinen Kindern gekriegt und dann sind für ihn 24, dann ist für ihn eine halbe Stunde vergangen und für seine Kinder halt 24 Jahre. Und dann tut er sich in einer Szene all die ganzen gesendeten und empfangenen Videobotschaften, ne? Nacheinander angucken, wie der Sohn älter wird, dann hat der Sohn plötzlich ein Kind und alles Mögliche, dann auch noch von der Tochter und alles und da fängt er halt einfach an zu heulen und die Szene funktioniert für mich so gut, weil sich der Zuschauer auch wirklich was darunter vorstellen kann. Man muss bedenken, ey, ich bin ein Kerl, der geht auf den Planeten, für mich ist eine halbe Stunde rum, für meine Mitmenschen waren es 24 Jahre. Dann komme ich wieder hoch und sehe, wie meine Kinder erwachsen worden sind und alles Mögliche. Das ging an dem Punkt ganz schön an die Nieren, die Szene. Und deshalb finde ich die auch so gut, einfach weil sich der Zuschauer was darunter vorstellen kann. Wenn jetzt aber der in ein schwarzes Loch reingeht, wir können uns null über diese nächsthöhere Dimension vorstellen. Also es gibt Theorien darüber, aber man kann sich nicht direkt etwas darunter vorstellen, wie wird es aussehen und alles Mögliche, wie wird das Ganze für unsere Sicht der Dinge irgendwie visualisiert und da kann man sich nichts vorstellen. Und deshalb fand ich diese Szene, dass er quasi die Gravitation nutzt, um dieses Bücherregal da irgendwie, um darüber mit seiner Tochter zu kommunizieren, alles. Jetzt hast du den kompletten Film gespoilert. Ist dir das mal gerade aufgefallen? Das ist ein Spoiler-Podcast, du Genie. Ja, aber Niklas will den Film noch gucken. Nein, will ich nicht. Doch, ist mir eigentlich scheißegal. Doch, ja. Du möchtest den Film noch gucken. Also ich werde dafür kein Geld ausgeben. Wenn der irgendwie mal auf Netflix kommt und ihr mir euren Account ausleiht, dann vielleicht. Natürlich leih ich dir meinen Account. Aber fehlt das Stellar, natürlich. Aber ja, also jetzt Geld dafür ausgeben, nö. Also jedenfalls die Szene fand ich funktioniert nicht so gut, einfach weil man sich dann nichts darunter vorstellen kann für unsere Sicht der Welt. Also ich schon. Ah. Oh, willkommen zum lustigen Schwarzes Loch Podcast mit Christoph, der uns erklärt, wie schwarze Löcher in der nächsthöheren Dimension aussehen. Nein, aber ich kann mir doch was darunter vorstellen, wenn es mir gezeigt wird. Also ich bin offen dafür, dass sie mir irgendwas zeigen und ich weiß ja, dass es nur eine Version ist von wie es sein könnte. Ja, aber man kann sich da nicht reinversetzen, einfach weil man nicht weiß, wie es tatsächlich ist. Und deshalb funktioniert es nicht also, so. Also ich weiß als nicht, wie es tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wie es tatsächlich in Mittelerde ist. Ganz im Ernst. Also ich weiß auch nicht, wie es tatsächlich in Mittelerde ist. Also das sind Filme, da musst du offen sein für Sachen, die dir gezeigt werden. Gerade wenn es um Science-Fiction-Filme geht. Also wenn du von Anfang sagst, du kannst dich ja auch da reinversetzen, dass die Welt am Untergehen ist. Christoph, ich glaube, es geht nicht um das Visuelle, was man sieht, sondern um die Situation. Also ich kann mich in die Situation reinversetzen. Kannst du die Situation so erfassen? Ja? Du kannst eine Situation erfassen, wenn die in Bruchtal rumsitzen und eine Verhandlung führen, was sie mit dem Ring machen sollen. Kannst du die Situation erfassen, komplett, auf gleichem Level, wenn du in ein schwarzes Loch gesogen wirst? Das ist hier die Frage. Ja, weil die Situation für den Zuschauer runtergebrochen wird auf etwas, was wieder zu erfassen ist. Ja eben, aber beim schwarzen Loch ist es eben nicht zu erfassen. Das weißt du ja nicht. Wer sagt das? Das fällt jetzt einfach so dahin. Okay, wow, irgendwie reden wir ein bisschen aneinander vorbei. Es geht ganz einfach darum, wir wissen, das wissen wir physikalisch und so ein Gedöns, wie das ungefähr ablaufen wird, wenn man für einen die Zeit langsamer vergeht oder schneller vergeht oder was weiß ich, als für andere Menschen. Und dann welche Resultate daraus folgen und bla bla bla. Und deshalb hat diese Szene da, nachdem sie von diesem Wasserplaneten wieder kommen, für mich so gut funktioniert. Oh. Aber die andere Sache ist, dass als er in das schwarze Loch gesogen wird, versuchen sie das irgendwie zu erklären, aber man kann sich da nicht reinversetzen, eben weil keiner wirklich eine Ahnung hat, wie das genau ist. Da kommen so viele Gesetzmäßigkeiten zusammen, dass das einfach nicht so ein runder Abschluss ist. Genau das gleiche wie bei Bioshock Infinite. Die viele Weltentheorie oder sowas, man hat es angeschnitten, hat es grob versucht zusammengefasst, aber wenn man sich ein bisschen genauer damit befasst, merkt man, es ist schon sehr grob. Und das war für mich dann einfach viele Szenen aus Interstellar. Das war sehr vieles von diesem Zeug. Als sie durch dieses Wurmloch gedonnert sind in Interstellar, fand ich ziemlich gut, auch vom Visuellen her und sowas, weil man gesehen hat, wie sich die Welt faltet.
Und wir wissen ja von diesem dreidimensionalen, wenn man einen zweidimensionalen Raum ist mit dem Blatt Papier, wenn man es falten kann, kann man das auch mit einem dreidimensionalen, dann würde das sich auch so aufwölben, wie es da visualisiert wurde. Deshalb hat das so gut funktioniert. Aber das dann wirklich runterfällt irgendwie und dann irgendwie so komisch in einem schwarzen Loch und dann hier so Lichtstrahlen sind und dann sind das so 100-mal irgendwie, als ob man vor einem einen Spiegel hat, hinter einem Spiegel und dann sieht man sich die ganze Zeit so ähnlich, so sah ja das schwarze Loch aus. Vor dir Spiegel, hinter dir Spiegel, du guckst in den Spiegel, so sah das schwarze Loch für dich aus, nur halt, also nicht als würdest du in einem Zimmer stehen, sondern in halt einem Raum. Du meinst das Wurmloch, oder? Ja, nee, das schwarze Loch. Achso, das schwarze, du meinst, wenn du im schwarzen Loch drin bist, nicht von außen? Ja, im schwarzen Loch drin, okay. so sah ja das schwarze Loch drin aus. Es wäre vor dir ein Spiegel, als wäre hinter dir ein Spiegel und du guckst in den Spiegel. So sah es ja aus, im Endeffekt. Und was hat jetzt bitte diese Visualisierung jetzt genau mit einem schwarzen Loch zu tun und sowas? Und da denkt man sich, also ich habe mir da gedacht, es funktioniert für mich jetzt nicht so gut, auch weil der Film Szenen hatte, in denen es besser funktioniert. Mit Gesetzmäßigkeiten, die bewiesen sind, wo sich der normale Zuschauer auch was drunter vorstellen kann. Und das ist bei Interstellar in den Szenen mit dem Wasserplaneten und auch bei dem mit dem Wurmloch gegeben, aber bei dem schwarzen Loch halt eben nicht. Genauso dann auch am Ende, wo dann plötzlich die Häuser übereinander gebaut sind. Spoiler-Podcast. Du weißt schon, Simon, dass deine Aussagen, glaube ich, ein bisschen komisch wirken, weil du einige Sachen in Frage stellst, andere aber nicht. Wenn du anfängst, die Sachen in Frage zu stellen, und zwar auf Basis deines subjektiven, unvollständigen Wissens, weil kein Wissen jemals vollständig sein kann, darum, dann musst du auch sagen, dass der erste Planet in Frage gestellt werden kann, weil die Röntgenstrahlung des schwarzen Loches beziehungsweise der Planet zerreißen müsste, wenn Gargantua den anzieht und so weiter. Da gibt es hunderte von Sachen, die Visualisierung innerhalb des schwarzen Loches, das ist vielleicht subjektiv, dass du sie dir nicht vorstellen kannst, aber ich finde es vollkommen okay, wie das Ganze visualisiert wurde, weil es auf einer Basis gemacht wurde, dass dieses schwarze Loch durch die starke Anziehungskraft, durch die Rotation mit 99,8%iger Lichtgeschwindigkeit und so weiter so plausibel genug für mich ist, dass wir in eine Dimension gehen, die die Menschheit nicht erlangt hat und man dadurch diese Zeitgesetze aushebelt und darüber hinaus kommunizieren kann. Und ich finde das vollkommen legitim, weil es eben auf Basis von physikalischen Theorien basiert, die auf jeden Fall von einem Teil der Wissenschaft, und das wirst du bei der Physik immer haben, dass du Theorien hast, die nicht von allen Wissenschaften anerkannt werden, auf jeden Fall von einem Teil der Wissenschaft anerkannt sind. Und darauf stützt sich eben der Film. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich sag's einfach mal so, ich finde Interstellar ist kompliziert. Es ist auch irgendwie kompliziert für mich jetzt. Darf ich was fragen? Genau mein Problem da jetzt irgendwie darzustellen. Ich finde einfach, es gibt Szenen in Interstellar, die funktionieren besser als andere Szenen. Und da das hast du in jedem Film. Ja, schon. Aber da frage ich mich, warum man nicht durchgehend dieses Niveau hält, weil es sind Szenen, die sind exakt gleich aufgebaut, mit irgendwie exakt dem Gleichen. Da ist eine Szene, die möchte ein Gefühl auslösen und dann schafft es diese Szene, diese eine Szene besser als diese andere Szene. Da frage ich mich, wieso schafft es nicht einfach nochmal? Das kannst du aber mit unterschiedlichen Spielabschnitten in Videospielen gleichsetzen. Diese Schwankungen finde ich in Interstellar einfach total unbefriedigend. Ich fand den Film letzten Endes gesehen gut. Genauso wie auch aus den Trailern, die man zu dem Film hatte. Du kommst gleich zu deiner Frage, Niklas. Auch aus den Trailern, die man zum Film hatte, geht ja eigentlich nicht hervor, was ist Interstellar jetzt eigentlich genau? Ist es jetzt wirklich so, geht es jetzt in diese Metaebene rein, in irgendwelche physikalischen Theorien? Oder ist es irgendwie vielleicht sogar ein Sci-Fi-Abenteuer-Action-Blockbuster oder was weiß ich? Man weiß ja nicht. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich überhaupt einlasse, als ich in Interstellar gegangen bin. Ich wusste bloß, das ist ein Film von Christopher Nolan, der hat Batman und Inception gemacht. Ja. So möchte ich rein, weil der Trailer visuell geil aussieht. So bin ich reingegangen. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte am Anfang irgendwie erwartet, das ist ein Film, der möchte auch mit dem Physikalischen herkommen und das Ganze auch irgendwie erklären. Und dann habe ich am Ende gemerkt, der Film geht viel mehr in die emotionale Schiene, als ich erwartet habe. Und habe deshalb gesagt,
okay, der Film ist ein Film, der möchte mich auf emotionaler Ebene abholen. Wart mal ab, was passiert. Also habe ich das mit dem Logischen, mit dem Physikalischen ein bisschen hinten rangestellt, habe ich gewartet, wie sehr packt mich der Film. Und da ist es dann halt einfach so, dass der, wenn der Film wirklich darauf aufbaut, mich emotional zu packen und dann einige Szenen das besser schaffen als andere, bin ich am Ende halt mit ziemlich gemischten Gefühlen aus dem Kino rausgekommen. Hast du das aber nicht bei jedem Film, der dich emotional ansprechen möchte? Nö. Ich fand Avatar ziemlich großartig. Ich find Avatar gut, weil er, nochmal eine Sache dazu, Simon, bei Inception hast du auch nicht hundertprozentig rausgesehen, also hast du auch nicht rausgelesen, dass er auf emotionale Ebene an dich rangehen will. Und das tut er ja eigentlich doch durch die kaputte Beziehung zwischen hier Cobb, dem Hauptdarsteller, und seiner verstorbenen Ehefrau. Ja. Das ist, glaube ich, normal für Christopher Nolan Filme, dass er eine Handlung hat, aber trotzdem viel tiefer gehend ist, als er eigentlich zum Anfang zeigt. Ja, ich weiß, und ich finde auch interessant, dass sich am Ende Inception da in irgendwas verrennt. Finde ich nicht. Ich finde einfach, Inception, Interstellar und alles verrennen sich am Ende in irgendwas. Finde ich nicht. Dann aber das ist, glaube ich, eine subjektive gut, Meinung, ja. Das ist vollkommen okay, dass wir da anderer Meinung sind. Deine eigene Meinung ist falsch. Ja, deine Meinung ist so falsch, Christoph. Gut, meine Meinung ist richtig und genauso korrekt ist deine Meinung. Aber das ist okay, wenn du das nicht akzeptieren kannst. Das macht nicht mich zu einem schlechteren Menschen, sondern dich. Also meine Frage stelle ich jetzt nicht mehr, weil ich würde damit nur alte Gefühle wieder aufwecken und das wollen wir ja nicht. Okay. Ich fand Avatar trotzdem großartig. Ich fand Avatar auch damals ziemlich geil, weil es, glaube ich, der erste 3D-Film war, den ich im Kino gesehen habe. Und ich glaube, in einer der ersten Szenen ist das, wo das erste Mal in sein Avatar reingeht und wieder laufen kann. Und dann läuft er über so einen Weg und da fliegen einem die Steine, die er aufwirbelt, mitten in die Kamera rein. Das fand ich super cool. Und ich hasse 3D. Ja? Ach so, wegen der Brille, ne? Nee, nicht mal deswegen. Ich kann es auch 3D-Filme mit Kontaktlinsen gucken, aber ich mag den Effekt einfach nicht. Okay. Ich finde, 3D ist... ich weiß nicht, warum, aber bei mir sind 3D-Filme immer... Sie sieht also schwammig aus. Das ist alles irgendwie nicht so scharf, wie wenn du normalen Film in HD oder Blu-ray guckst. Sie benutzen, glaube ich, auch mehr Motion Blur, damit sich das versteckt. Und das nervt mich total. Ich hasse 3D. Also ich kann mir auch jeden Film, also 3D, ich habe jetzt keinen Film gesehen, der aus 3D wirklich bei mir profitiert hat. Und der beste 3D-Film, den ich jemals gesehen habe, das war sowieso im Legoland. Ja, genau, da gibt es diese 3D-Kinos, die dann, obwohl ne, diese 4D-Kinos teilweise auch. Weiß ich nicht. Die dann noch mehr machen, als nur so einen 3D-Effekt auf die Linse knallen. Ich habe zum Beispiel mal in Amerika, als ich in den Universal Studios war, Shrek 4D geguckt. Das war cool. Wieso, was ist da noch passiert? Ja, wahrscheinlich Gerüche und Sitze bewegen. Gerüche kommen, dir wird Wasser ins Gesicht gespritzt und so ein Scheiß. Das ist halt nicht kein, 4D ist halt keine Technik, die man anwenden sollte, wenn man einfach nur einen Film gucken möchte, weil die dürfen da nicht so lang sein, weil sonst irgendwann geht's dir auf die Nerven. Aber das ist der, ich finde, 4D ist der einzige Rahmen, in dem 3D funktioniert, weil ich 3D in normalen Filmen total ätzend finde. Es hat für mich keinen Mehrwert. Ich hoffe auch nicht, dass das die Zukunft ist, weil es mich einfach nur stört. Ja, also in jedem Fall, die besten 3D-Filme gibt's im Legoland. Ich kann mich noch erinnern, ich war da, glaube ich, 8 Jahre alt und sowas, hat man sich irgendwie so einen Film angesehen, einfach so einen Minifilm von irgendwie so einem Rennen, wie so ein Autorennen mit Motorrädern sind auch dabei und dann kann ich mich noch erinnern, wie da wirklich das voll und ganz rauskommt, die Hand, und dann wirklich so auf einen zeigt und dann Daumen runter, du wirst verlieren und sowas Scheiß. Also ganz kindisch, aber damals hat es halt funktioniert. Ich meine, ich war damals noch total kleines Pisskind. Mhm. Und das damals? Das fand ich damals auch so gut, aber alle anderen 3D-Filme, also alle anderen Filme, die ich bisher in 3D gesehen habe, kamen einfach nicht daran ran. Die kamen nicht daran. Ja. An dieses 3D. Ich kann mich erinnern, da ist dieser fucking Roboter rausgeflogen und der ist wirklich rausgeflogen. Das war nicht irgendwie, ich habe nicht gemerkt, das sieht irgendwie nur so aus, als ob da so ein minimaler Abstand zwischen den einzelnen Bildebenen ist, so wie bis jetzt alle 3D-Filme, die ich gesehen habe, waren, sondern tatsächlich, der kommt raus. So hat es auch für mich gewirkt, dass da so ein Roboter rauskommt und diese Hand rauskommt. Wir müssen ein Special machen, indem wir ins Legoland fahren und uns das ansehen. Deshalb finde ich 3D im Kino auch absolut scheiße. Ich gebe für sowas kein Geld aus, weil es nicht mal ansatzweise das 3D aus dem Legoland rauskommt.
rankommt. Hast du es dir schon mal im Kino angeguckt? 3D. Mhm. Ja, natürlich. Ich habe Interstellar in 3D gesehen, ich habe Avatar in 3D. Interstellar war nicht in 3D, oder? Ich hab's in 3D gesehen. Interstellar war doch im IMAX. Interstellar. Ich schwöre, dass Interstellar nicht in 3D war. Ich hab's in 3D gesehen. Jedenfalls, den Hobbit habe ich auch in 3D gesehen. Ich habe es in 3D und 4K gesehen. Und ich denke mir, Nee. Ich fand wirklich, man hat... Lieber doch Hobbit, nur 4K. Man hat dem Hobbit an allen Ecken und Enden angesehen. Der technische Fortschritt, und das ist nicht mal ansatzweise so authentisch rüberkommt, wie nach Herr der Ringe. Ja, Interstellar gab es nicht in 3D. Doch, natürlich gab es nicht. Nein, gab es nicht in 3D, ich habe es gerade nachgeguckt. Interstellar wurde für IMAX produziert, also die ganz großen Leinwände, die weiter oder größer sind als das Sichtfeld. In 3D hat Christopher Nolan das nicht produziert. Ich zitiere, in der Vergangenheit sprach sich Christopher Nolan mehrmals gegen den Einsatz von 3D in seinen Filmen aus. Die CinemaCon nutzte er für eine Klarstellung. Der 3D-Einsatz kann richtig sein, wenn er den Film nutzt. Der große Gatsby sei ein positives Beispiel. Bei Interstellar setzt Nolan jedoch auf andere Effekte, auf breite Bilder, IMAX und dicken Sound. Für Letzteres arbeitet er sogar mit Kinobetreibern zusammen. Gut, bitte. Also ich hätte schwören können, ich hätte einen 3D gesehen. Jedenfalls mag ich 3D nicht. Genauso auch wie ich habe hier, wo ich wohne, ein Cinemax. Und das ist so scheiße. Die haben eine eigene 3D-Technologie, Maximum 3D, was einfach scheiße aussieht. Und dann auch eine eigene Soundtechnologie, Maximum Sound. Und Maximum Sound ist ja wohl das Behindertste, was es gibt. Ich habe Godzilla gesehen und da ist einfach bloß ein scheiß Auto über die Straße gefahren und der Bass mit einem fucking Auto. Die ganze Zeit, man kommt da raus und hat Ohrenschmerzen, weil jegliche Scheiß, wo auch nur mal ein bisschen Bass reintun könnte, bei Maximum Sound einfach so in die Höhe gedrückt wird, dass da einfach die Ohren abfallen. Es ist einer der größte Schwachsinn der Welt, dieses scheiß Maximum Sound. Kenne ich. Punkt. Da können wir ja von Glück reden, dass wir davon verschont bleiben. Ja. Nochmal zu Avatar. Ich glaube, Avatar hat sehr, sehr gut funktioniert, weil es einfach eine bekannte Handlung war oder ein bekanntes Szenario. Wenn wir uns Pocahontas angucken, was auch immer, die Eroberer kommen in die neue Welt, einer wandert über, beziehungsweise es gibt Kontakt durch einzelne Personen mit der neuen Welt und am Ende wird ein Krieg gefochten, was auch immer, der Eroberer zurückgeschlagen. Das hat sehr gut funktioniert. Ich frage mich, ob es bei Avatar 2 genauso gut funktionieren wird, wenn man von dem bekannten Szenario abrückt, beziehungsweise versucht, es noch weiter zu treiben. Nein. Sollten es noch weiter treiben, dass die Menschen wiederkommen und diesmal mit fucking Raumschiffen dann alles zusammenbomben? Nein. Bist du für die Menschen? Was? Bist du für die Menschen? Nö, aber ich fände einfach nur, das wäre noch ziemlich geil, wenn sie das machen würden. Diesen Eroberer-Aspekt, den du gerade angesprochen hast, finde ich auch cool in Avatar. Nur man merkt schon, dass es wieder Hollywood-Mischmasch ist, denn normalerweise müssten die Eroberer gewinnen. In der Realität ist es meistens so, dass die Eroberer immer gewonnen haben. Meistens, genau. Und deshalb, wenn es um sowas ging, wenn eine unterlegene Rasse von einer anderen Rasse attackiert wird, dann hat meistens die unterlegene Rasse verloren. In diesem Fall nicht, durch gewisse Gegebenheiten, die in der Handlung passieren. Aber man kann natürlich sagen, das ist dieses Hollywood-mäßige Happy-End-Ding, aber ich fand es tatsächlich passend in dem Film. Ja, weil definitiv. Die Menschen sich auch wie Arschlöcher aufgeführt haben. Ich habe Avatar auch durchgehend genossen. Ich fand, das ist ein sehr schöner Film. Auch wenn er dich obwohl er dich emotional... Emotional hat er mich die ganze Zeit über vollkommen kalt gelassen. Ich war bloß immer beeindruckt von der ganzen Visualisierung, wie das... ich fand den Planeten klasse. Der Planet ist wirklich klasse. Der Planet ist einfach klasse, Punkt. Mhm. Das Visuelle an dem Film ist genial und da kann man sich nicht dran satt sehen. Deshalb hat der Film auch so gut funktioniert. Die Story ist altbekannt, kennt man. Und deshalb funktioniert sie auch, sonst wäre sie ja nicht altbekannt. Ja. Die Schauspieler fand ich auch ganz okay. Sigourney Weaver aus den Alien-Filmen spielt mit. Ich meine, die Szene, als dieser Heimatbaum umkippt, hat die euch emotional mitgenommen? Nein, ich fand die einfach geil. Ich fand sie auch einfach nur geil, weil die verdammt geil aussah, aber der Film hat mich null emotional wirklich mitgenommen. Also ich fand es ein bisschen schade. Was nicht heißt, dass der Film einen nicht emotional mitnehmen kann. Ja. Ich fand einfach das Worldbuilding in diesem Film so geil. Ich meine, es hat auch in der Form sehr einzigartiges Setting mit der Atmosphäre.
dass die Menschen dort mit Gasmaske rumlaufen müssen, weil sie dort nicht atmen können. Ja. Ich fand einfach sehr viele Sachen daran geil. Ich fand auch das Waffenarsenal mit diesen Kampfmechs, die von den Menschen da rumliefen, sehr geil. Mich erinnern die Gasmasken immer ein bisschen an Metro, weil ich in Metro im Spiel auch so Metro, ja. Genau. Hoffentlich macht der Typ, der das designt hat, auch irgendeinen Metro-Film mit, der vielleicht irgendwann mal rauskommen wird. Genug Grundlage bietet das Franchise auf jeden Fall für einen guten Film. Ja, also das fand ich. Ich fand Avatar klasse. Ja. Habt ihr noch irgendeinen Film? Ich habe beispielsweise Fight Club hätte ich. Fight Club ist auch ein guter Film. Ich hätte nicht Pulp gesehen. Pulp Fiction. Hast du Fight Club gesehen, Niklas? Nein, habe ich nicht. Ich habe weder Fight Club noch Pulp Fiction gesehen. Komm mal vorbei, Fight Club gibt's auf Netflix. Ich bin ein absoluter Film... ich bin ein Filmarschloch. Ich gucke zu wenig Filme und auch zu wenig gute Filme. Was hast du gefragt? Wen sprichst du jetzt an? Dich. Ich habe nichts gefragt. Ach so. Was hast du gesagt? Ich habe auch noch Schindlers Liste gesehen. Mhm. Ja, der Film ist... Kann man sagen, der Film ist gut? Der Film ist sau. Darf man das sagen? Der Film ist extrem gut. Weil in dem Fall würde ich auch sagen, der Film ist absolut ausgezeichnet. Wieso kann man dann nicht sagen, dass der Film gut ist, nur weil es um den Holocaust geht oder was? Ja. Mhm. Nicht, dass hier Papa Staat wieder kommt und sagt, wir dürfen das nicht gut finden. Ich sage ja nur, weil es in der Vergangenheit also vorkommt. Film, sorry. Wir finden den Film gut, aber den Film heißen der Film die Thematik ist nicht gut. Also wir die heißen, Thematik ist die, auch... Doch, wir heißen die Thematik gut, aber wir heißen nicht gut, was... Nee, wir heißen die Thematik nicht gut, aber wir heißen es gut, wie mit der Thematik umgegangen wurde. Sehr gute Formulierung. Sehr gute Formulierung. Ja. Also alle wissen, was gemeint ist, aber alle, wir haben es auch gut formuliert bekommen, beziehungsweise Niklas. Dankeschön, Niklas. Nee. Also Schindlers Liste war ein sehr guter Film. Und dann möchte ich noch eine Sache sagen, und zwar die Verurteilten. Ist ja der am höchst bewertetste Film aller Zeiten. 9,2 Bewertung. Und ich muss sagen, für mich gab es immer so einen Mischmaß. Es gab sehr geile Filme. Und es gab Filme, die halt gut sind, nicht so wunderbar, aber durchgehend das Niveau halten. Dann gab es einfach nur noch Schrottfilme. Mhm. Es gibt viele Filme, die in unglaublich gut reinkommen, wie beispielsweise Pulp Fiction, Schindlers Liste sehr gut, die alle Herr-der-Ringe-Teile, Fight Club sehr ausgezeichnet. Ich denke immer noch an Pulp Fiction, also die Dialoge sind so genial. Inglourious Basterds, Django Unchained, quasi alles von Quentin Tarantino ist so unglaublich gut. Dann gibt es auch noch Filme, die funktionieren gut, finde ich auch ganz schön gut. Dazu zählt beispielsweise, Musterbeispiel ist für mich 300. 300 ist für mich ein guter Film, der funktioniert ganz gut, hält aber nicht durchgehend ein hohes Niveau. Was dann noch dazu gehört, wäre beispielsweise tatsächlich The Dark Knight. Und ich glaube, da werde ich auf die Fresse kriegen. The Dark Knight ist am vierthöchst bewertetste Film aller Zeiten. Ich fand der aber auch größtenteils gut, nur halt nicht immer. Ich fand Dark Knight. Ich bin Batman. Ich finde den Joker darin. Also ich finde ja, das ist okay. Das gebe ich zu. Der Joker ist in den Batman-Filmen grandios. Ja, aber der Film funktioniert absolut nicht mit dieser Stimme. Das geht nicht. Ich halte jeden, der sagt, dass der Film mit diesem ernst gemeinten, tiefen Stimmlagengang gut funktioniert, den halte ich einfach nur für einen Idioten. In Bezug auf den Film, nicht in Bezug auf andere Dinge. Aber für mich macht das alles kaputt. Ich habe den Film auf dem Flug nach Amerika geguckt, den Dark Knight Rises, danach noch angefangen, den aber leider nicht geschafft. Und ich konnte das Ganze nicht ernst nehmen. Das Ganze oder Batman? Alles, was mit Batman zu tun hatte. Den Joker fand ich mega geil. Vor allen Dingen dieser Zaubertrick mit dem Stift. Ja, das war auch total super gut. Klasse, super klasse. Vor allen Dingen, weil der Schauspieler davon... das auch richtig gut rübergebracht hat. Ja, schade. So, ich habe mir so gedacht, wenn man Joker vom Comic in die Echtwelt transformiert, dann so. Ich fand's perfekt. On point. Ja, alles andere fand ich nicht so gut. Ja, also mir ist es ungefähr das gleiche. Ich fand den Joker in The Dark Knight am geilsten. Alles andere kam nicht ganz so ran. Und warum, wieso, weshalb das Ganze sich jetzt genau so und so zuträgt und alles mögliche, hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Na, dann hast du den Film nicht verstanden. Ich habe den Film schon verstanden. Bist ich fand dir das Ganze bloß nicht. Ja, natürlich. Ich fand das Ganze bloß nicht so wirklich bis ins Detail ganz gut gemacht.
Genauso auch bei The Dark Knight Rises, dass da plötzlich alle, nur weil das mit dem Harvey Dent, dieser Brief, ich meine, komm, das war in The Dark Knight Rises so lächerlich. Was wäre denn jetzt passiert, wenn Bane den Brief vom Commissioner Gordon, wo drin steht, dass Harvey Dent böse ist, nicht gefunden hätte? Wie hätte Bane dann die Menschen im Allgemeinen davon überzeugen können, sich jetzt hier zu unterwerfen, Gotham wird überleben. Dadurch hat er sie doch gar nicht. Dadurch wurden die Menschen sauer. Nee, die Menschen wurden unterdrückt dadurch, dass er die Bombe gebaut hat. Und die Bombe fährt. Und er alle Brücken gesprengt hat. Beziehungsweise die Brücken durch das Militär am Festland gesprengt wurden, weil das Militär gesagt hat, wenn eine fette Bombe rumfährt, dann wollen wir nicht irgendwie, dass da noch ganz, ganz viele Leute rumrennen. Bane kann ich auch nicht ernst nehmen. Beziehungsweise raus und reingehen. Und er hat ja gesagt, einer von euch hat den Auslöser für die Bombe, um die Bombe jederzeit hochjagen zu können. Ja, ich find einfach generell, das funktioniert alles nicht. Genauso auch wie... Was genau alles? Kannst du das konkretisieren? Ich verstehe sonst nicht genau, was du meinst. Ich finde, es hat in The Batman Begins und auch in The Dark Knight Rises nicht so ganz funktioniert, warum Gotham jetzt genau so ein Sündenpfuhl ist. Und inwieweit das rübergebracht wird. Wie heißt der Ra's al Ghul und seine Talia wollen beide Gotham zerstören, weil es ein Sündenpfuhl ist und die Welt, die muss getilgt werden und Gotham ist so ein Sündenpfuhl. Warum? Weil die Bösewichte, also die Mafia, die da war, so viel Scheiße gebaut hat. Ja, und deshalb. Und sie eigentlich das Gute, sie eigentlich sagen, sie würden das Gute verfechten, aber mit den falschen Mitteln. Und deshalb werden alle Menschen in Gotham sterben. Jeder ist schuldig, jeder Einzelne, sogar das kleine, neugeborene Kind ist schuldig. Das ist doch alles Schwachsinn. Das nennt sich Anarchie. Das wurde nicht mal... Ich finde, um Anarchie glaubwürdig rüberzubringen, muss man auch wirklich hinter dem Konzept der Anarchie stehen und dann auch nicht einfach sagen, wir kämpfen für das Gute. Also ich finde ja, die Charaktere stehen hinter der Anarchie. Also ich persönlich finde, der Joker steht hinter Anarchie, aber Ra's al Ghul und Talia Bane nicht. Gotham wird überleben. Gotham ist böse. Auch kleine Kinder, die in Gotham im Park spielen, sind allesamt böse. Damit auch. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Wenn man dann wirklich sagt, Anarchie, ich bin der Stärkere, ich kann machen, was ich will, dann soll man auch sagen, ich bin für Anarchie, ich bin der Stärkere, ich kann machen und tun, was ich will. Und kann dann nicht einfach sagen, wir kämpfen für dich als Gute. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Das ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Und deshalb finde ich auch, dass die Batman-Filme für mich auch zu den guten Filmen gehören, aber halt nicht zu den absolut mega geilen Film. Und dann gibt es halt noch Scheißfilme, wo absolut alles anfängt. Ja, keine Ahnung, was ist denn ein richtiger Scheißfilm? Priest ist ein absoluter Scheißfilm. Den habe ich ja in meiner Assassin's Creed Review erwähnt. Was ist noch ein absoluter Scheißfilm? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie fandet ihr Sucker Punch? Ich habe nie gesehen, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, der Trailer sieht absolut scheiße aus. Christoph? Der Film ist nicht gut. Naja. Findest du ihn nicht gut? Also der Film ist das, was er sein will, aber auch nicht mehr. Und auch hat das gleiche Problem wie Bioshock Infinite wieder, dass die Story an sich mega simpel ist, die aber nicht gescheit erklärt wird, warum. Also was fängt mit wem zusammen und warum ist es so. Man schneidet halt diese Szenen aneinander. Und man versteht halt wirklich ohne Background fast nichts davon. Es spielt ja auf drei Ebenen, der Film. Einmal die Ebene, wo sie im Krankenhaus ist. Dann die Ebene, in die sie sich durch die Lobotomie hineinversetzt, wo sie in diesem Bordell ist. Und dann die Ebene, wo sie sich beim Tanzen hineinversetzt, wo diese überhaupt nicht zum Rest des Films passenden Action-Szenen stattfinden, die das untermalen sollen, was sie gerade im wesentlich kleinerem Stil abziehen. Zum Beispiel dem Koch sein Messer klauen oder so eine Sachen. Mhm. Und ich finde, daran versagt der Film einfach komplett, diese drei Ebenen zusammenzunähen. Ansonsten, Visual Effects mäßig, alles eigentlich okay. Ich mag die Hauptschauspielerin, Emily Browning heißt sie, glaube ich. Alle anderen nicht. Ja, er ist okay. Aber das Problem ist, wenn du den mit einem Freund guckst, musst du immer so viel erklären und das ist nervig. Sei denn der Freund ist ein Brain. Also, worauf ich dann jedenfalls noch raus sollte, als ich die Verurteilten gesehen habe, also es gab für mich immer,
also wie gesagt, immer diese drei Sorten von Filmen, die beschissenen Filme, die guten, aber nicht immer ganz geilen Filme und die geilen Filme. Auch die gesamte Pater-Trilogie gehört bei mir zu den geilen Filmen mit dazu. Was für eine Trilogie? Geil sind. Der Pate, so gut. Ach, der Pate, nicht gesehen. Godfather, so gut. Aber ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Als ich dann aber die Verurteilten gesehen habe, war das plötzlich komplett anders. Hast du gerade gesagt, war das wirklich komplett anders? War das plötzlich? Plötzlich, ich habe nicht verstanden, war es plötzlich komplett anders? War das plötzlich komplett anders? Du brauchst einen Popschutz. Ja. Nein. Oder ein neues Mikrofon. Doch, ja, ein neues Mikrofon kann er sich ja holen, aber Popschutz ist ja mit allem kompatibel eigentlich. Ja. So ein Standard-Popschutz. Okay, einmal. Meiner ist von König Meier. Einmal kurz off-topic. Ich weiß nicht, wer von den Zuschauern das kennt, aber ihr kennt, glaube ich, beide die MW2 Spec Ops Mission Alpha, wo man so als Sniper rumschleicht, ne? Ja. So, ich habe auf dieser Map alle Gegner ausgeschaltet, bin auf die Pipeline geklettert und knall jetzt einfach Leute ab und irgendwie respawnen immer mal andere Leute. Lol. Das ist ja lustig. Ja, wollen wir hier auch einen Schlussstrich ziehen, damit der Podcast nicht zu lang wird? Ich möchte noch sagen. Ich möchte auch das mit den Verurteilten fertig erzählen. Okay, das darfst du nicht fertig erzählen. Geguckt habe, war das plötzlich total anders. Plötzlich? Weil der Film durchgehend so unheimlich gut war. Und mit unheimlich gut, das meine ich, habe sowas noch nie zuvor gesehen. Der Film war vom ersten Satz bis zur, vom ersten Bild bis zum letzten Bild durchgehend so gut. Da musste ich, glaube ich, noch ein neues für mich höhere Stufe als die supergeilen Filme anlegen. Und zwar eine neue Schublade aufziehen. Habe ich das gerade gesagt? Nö. Nee. Ja, neue Schublade aufziehen. Und zwar die Gott-Filme. Weil der Film ist ja mal so unbeschreiblich gut. Heilige Scheiße. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie sehr ich diesen Film genossen habe. Sehr schön. Dann tu es doch einfach nicht. Ja. Nee, wirklich. Ihr müsst euch diesen Film angucken. Ihr müsst euch diesen Film angucken. Oh, und noch eine Frage. Habt ihr District 9 gesehen? Nein. Ja. Habt ihr Elysium gesehen? Nein. Nein. Christoph. Nein, ja. Ja, nein. Scheiße. Was ist mit Chappie? Nein. Wollte ich sehen, habe ich aber nicht getan. Wollten wir zusammen im Kino gucken? Irgendwie haben wir das nicht geschafft, oder? Ja, sage ich es jetzt einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem blöden Regisseur los ist, dass er das einfach nicht hinkriegt, was er mit District 9 geschafft hat. Er hat keine. Was denn? Einen saugeilen Film. Ach so. Ist Chappie nicht gut? District 9 ist durchgehend ein saugeiler Film und gehört für mich in die Rubrik saugeile Filme. Elysium ist kacke und Chappie gehört zu dem Film, der ist manchmal ganz gut, funktioniert aber nicht immer und größtenteils ist er scheiße. Ist aber schade. Mhm. Ich wollte ihn eigentlich sehen. Ich fand ihn interessant. Er ist auch interessant, nur der Film ist komplett scheiße. Du musst dir bedenken. Jetzt ist er auf einmal komplett scheiße. Kannst du dich mal bitte entscheiden? Ich habe gesagt, aber eigentlich ist er größtenteils komplett scheiße. Okay. Er hat gute Szenen, gehört deshalb eigentlich auch teilweise zu den eigentlich teilweise guten Filmen, die aber auch noch scheiße sind. Aber im Großen und Ganzen ist er doch komplett scheiße, weil erstens, Chappie an sich funktioniert ganz gut. Auch das, auch mit seiner, in Anführungszeichen, Mimik, funktioniert ziemlich gut, also diesem Roboter Leben einzuhauchen. Gestik, Mimik und alles Mögliche. Was nicht so gut funktioniert, sind die menschlichen Schauspieler. Diese komischen Punks sind ultra scheiße. Die gehen einem durchgehend, mir gingen sie durchgehend den ganzen Film so auf die Nerven und es ist teilweise künstlich so auf Haha getrimmt. Versucht teilweise krampfhaft lustig zu sein, ist es aber nicht. Und die wenigen guten Szenen, die diese Schauspieler hatten, diese Punks, werden entweder danach gleich wieder zerstört oder sind von Anfang an nicht gut. Also es gibt vielleicht ein, zwei Szenen mit der Frau. Wie heißt sie? Violet? Heißt diese? Weiß ich nicht. Die gut waren. Weil die halbwegs da mit Chappie wie so mit ihrem Kind spricht. Und ich finde, das ist eigentlich ganz cool, wie sie das macht.
Aber an für sich hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Auch den sein Schöpfer, den sein Erbauer, dass der ein bisschen, dass der seine Roboter liebt quasi, ist auch nicht so gut rübergebracht. Und dann auch noch, dass Chappie, man muss bedenken, Chappie tut einmal aufs Internet zugreifen. Einmal greift aufs Internet zu in dem ganzen Film und tut dann aus dem Internet alle Informationen raussuchen, die er braucht, um Bewusstsein zu transferieren in einen anderen Körper. Und ist zu blöd, einmal zu googeln, dass Menschen einen anlügen können. Man muss bedenken, der Typ tut alles Wissenswerte, was er braucht, um Bewusstsein zu transferieren in einen anderen Körper, aus dem Internet raussuchen und wundert sich dann allen Ernstes noch, dass er angelogen wird von einem anderen Menschen. Ah. Ja, okay, das ist natürlich schade. Es funktioniert teilweise absolut gar nicht. Man muss bedenken, du warst fucking Internet, du hast alles angeguckt und hast alles Wissenswerte, die eruiert, was die Menschheit weiß über Bewusstsein und alles und bist und wunderst dich dann allen Ernstes noch, dass Menschen dich anlügen. Kann man mal haben, würde ich sagen, ne? Mhm. Ich glaube, jetzt will ich ihn doch nicht mehr sehen. Danke, ja. Simon. Danke, Simon. Ja, gut. Schönen Dank, du Arsch. Geldgenies. Der Film ist ein Kinobesuch ganz ehrlich nicht wert. Man muss bedenken, ich bin Kino hätte ich mir den sowieso nicht mehr angeguckt. Die ersten 5 Minuten, also die ersten 2 Minuten von Chappie und du denkst dir sofort District 9 und bist glücklich. Und dann ist der Film halt konstant schlechter. District 9 hatte die Slums von Johannesburg. Hatte Chappie 0. Die haben ja, ich mal sagen, die haben bloß. Darf ich mal sagen, dass ich das Ende von District 9 absolut beschissen fand? Wieso spielt ein Film in Johannesburg, wenn man nicht die Ghettos zeigt? Das hätte genauso gut in New York funktionieren können. Der ganze Film Chappie hätte genauso gut in New York funktionieren können. Hätte genauso gut in Washington, in Berlin, in jedem Scheiß. Ja, weil es in Johannesburg günstiger ist zu produzieren. Aber District 9 hatte einen Grund, in Johannesburg zu spielen. Der ganze Film war darauf, der ganze Film hat von dem Johannesburg-Setting profitiert. GZSZ hat keinen, oder Berlin, was auch immer, irgendwelche Serien haben keinen Grund, in irgendeiner bestimmten Stadt zu spielen. Sie spielen im Normalfall einfach in der bestimmten Stadt, weil ist so. Und jetzt der Film, weil ist so in Johannesburg. Du verstehst nicht mein Problem. Natürlich kann ein The Walking Dead muss nicht unbedingt in diesem scheiß Wald von Atlanta spielen, sondern genauso gut auch in irgendeinem Wald in Deutschland spielen. Ja, in irgendeinem Wald in Deutschland spielen oder in irgendwelchen Bambuswäldern in Japan, natürlich. In der Lüneburger Heide. Ja, mit Sicherheit. Aber mein Problem ist Schwarzwald. Mein Problem ist, wenn der Typ mit District, nein, wie heißt der überhaupt, der Regisseur? Ich weiß es gar nicht. I don't know. Googeln wir es. Egal, ja, erzähl weiter. District, nein, Regisseur. Wenn der Kerl einen Film, und zwar District 9, produziert hat, der aus dem Setting, wo Neil Blomkamp heißt er. Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, oh Gott. Blomkamp. Wenn der District 9 produziert hat, welcher so unglaublich aus dem Setting Johannesburg profitiert und dann einen Film macht, wo das Setting total austauschbar ist, denkt man sich einfach bloß, wieso kriegst du nicht mehr hoch? Es war doch einmal so gut, wieso, was ist da los? Und das ist da los? Und das ist mein Problem mit den Filmen. Es ist nicht die Tatsache, ich finde es total scheiße, dass das Setting austauschbar ist. Nein, ich finde es genauso gleich wie bei Interstellar. Ich finde es so scheiße, weil der davor Filme gemacht hat, wo das Setting unaustauschbar war. Das hätte nirgendwo anders, in keiner Stadt, in keinem Setting hätte es so gut funktioniert wie in Johannesburg. Nirgendwo sonst. Aber ich finde, es ist gut, wenn es Filme gibt, bei denen das Setting austauschbar ist. Das findest du gut? Ich finde gut, dass es... Das ist natürlich super. Also bei einigen Filmen finde ich das sehr gut, ja. Du hörst mir nicht zu, kann doch das auch schon. Du hörst mir nie zu, Mama. Es war wirklich, was sollte das denn jetzt bitte wieder? Also ich persönlich finde es manchmal gut, dass auch wenn es Filme gibt, die Settings haben, die nicht austauschbar sind, dass es auch Filme gibt, in denen Settings da sind, die austauschbar sind, weil man sonst sagen kann, wir können es auf einer anderen Metaebene sehen und dass deshalb das, was der Film uns eigentlich sagen möchte, auf etwas anderes besser aussieht. Deine eigene Meinung ist falsch.
meine eigene Meinung kann nicht falsch sein. Ja, aber bei mir ist es einfach so, wenn einer einen Film gemacht hat und Chappie und District 9 gehen ungefähr in die gleiche Richtung, was Messages angeht. In die gleiche Art, in die gleiche Message-Richtung. Ja. So, zwar unterschiedliche Themen, aber es geht ungefähr in die gleiche Richtung. Und wenn der eine Film unglaublich von dem Setting profitiert und der andere halt einfach mal total null daraus profitiert und austauschbar bis zum geht nicht mehr ist, ist es im Vergleich halt nicht so gut. Und das meine ich damit. Das ist okay. Wenn, also, dann hör auf, die ganze Zeit irgendwie darauf hinauszukommen, ja, aber das und so, dann kannst du das ist okay, Zeit, darum geht es nicht. Das ist okay, dass es deine Meinung ist. Es geht bei mir um einen vollkommen anderen Zusammenhang als jetzt bei dir. Nein. Natürlich. Nein, aber also ich finde es vollkommen okay, dass es deine Meinung ist und ich kann deine Meinung gut nachvollziehen. Wenn wir den bitte rausschmeißt, der geht auf die Eier. Also ich kann deine Meinung gut nachvollziehen und ich verstehe sie, aber ich stimme einfach nicht mit dir überein. Da gibt es kein Übereinstimmen. Doch, natürlich. Weil du über was... Warte. Ist das hier eine Debatte oder eine Diskussion? Das ist ein Streitgespräch. Ja, okay, dann macht weiter. Also, ich find's eigentlich ziemlich lustig. Los, Simon, finish him! Also, Simon sagt, so und so, weil so und so. Meine Meinung. Und ich sage, deine Meinung ist okay, aber weil so und so, nicht ja, gleich so und so. Meine Meinung. Ja, aber ja, du tust das, was ich sage, mit irgendetwas, mit irgendwelchen anderen Argumenten irgendwie an. Kreiden, was aber überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Natürlich gibt es Filme, wo es gut ist, dass das Setting austauschbar ist, weil der Film vielleicht auf etwas anderes aus ist. Das Problem ist, Chappie und District 9 sind von der Message her ungefähr auf das Gleiche ausgegangen und wenn District 9 so unglaublich vom Setting her profitiert hat, wieso tut es dann Chappie nicht? Wann funktioniert Chappie in dem Zusammenhang nicht so gut? Da ist es bei Chappie. Nein, eben nicht, hast du mich zugehört. Die Charaktere sind absolut scheiße. Keiner kann mir erzählen, dass er die Charaktere gut fand. Ah, das ist subjektiv. Das würde ich jetzt auf dem Bescheid stehen lassen. Wenn du sagst, dass die Leute schauspielern können, wenn du das sagst. Ja, ich würde sagen, die können schauspielern, weil sie Schauspieler sind und dafür Geld das bekommen. Das sind keine Schauspieler. Das ist ja das Problem. Das ist eine fucking Techno-Band aus Johannesburg. Aber ich glaube, die wird von Schauspielern gespielt, oder? Nein, das sind keine Schauspieler. Das sind keine Schauspieler. Aber die haben Geld dafür bekommen, dass sie Schauspieler, oder? Ja, aber sie können nicht Schauspieler. Damit sind es Schauspieler. Das sind keine Schauspieler. Das sind absolut schlechte... Also wenn sie Geld dafür bekommen, dass sie schauspielen, sind sie Schauspieler. Für mich ist man ein Schauspieler, wenn man Schauspielern kann und die können nicht schauspielen. Ah, ich glaube, ob man Schauspielern kann oder nicht, ist sehr, sehr subjektiv. Und wenn du sagst, dass die nicht schauspielern können, ist das vollkommen okay. Weil der Regisseur bestimmt gesagt hat, die können schauspielern, deshalb hat er sie eingestellt. Die können insoweit nicht schauspielern, weil ihre Charaktere absolut eindimensional sind. Und ja, das ist ja nicht den Schauspielern geschuldet. Natürlich ist es den Schauspielern geschuldet. Das ist doch normalerweise dem Drehbuch geschuldet. Wollte ich gerade sagen, legt das nicht das Drehbuch fest? Ja. Die können nicht mal ansatzweise irgendwelche anderen Emotionen zeigen und plötzlich machen sie 180-Grad-Wende aus Jux und Tollerei. Das ist einfach absolut scheiße. Und das können die. Also die 180-Grad-Wende nicht an dem Drehbuch. Die können das einfach nicht so rüberbringen, wie es im Drehbuch steht, weil es keine Schauspieler sind. Hast du das Drehbuch gelesen? Nein, aber man sieht doch, worauf das Drehbuch raus möchte. Und die können das nicht mal ansatzweise rüberbringen. Worauf möchte das Drehbuch hinaus? Was? Worauf möchte das Drehbuch hinaus? Wenn es jetzt, geht es jetzt um District 9 oder Chappie? Chappie bringt die Charakter. Weil bei Chappie kann er dir was weiß ich was erzählen, du hast den Film nicht gesehen, Christoph. Ich hab Wikipedia nebenbei offen. Ach Gott, ich hab irgendwie keinen Bock mehr. Ich hab irgendwie keinen Bock mehr. Du laberst mich die ganze Zeit irgendwie voll mit irgendeiner Scheiße. Also Simon, ich hab dir vorhin angeboten, dass wir uns darauf einigen, dass du deine Meinung hast und ich meine Meinung habe. Darum solltest du nicht übereinstimmen. Es geht nicht darum, dass der eine die eine Meinung hat und der andere die andere Meinung. Es geht darum, dass du meine Sachen ankreidest mit deiner eigenen Meinung, mit eigenen Argumenten. Nein. Und dann das Ganze, obwohl es absolut gar nichts damit zu tun hat.
Das hat gar nichts damit zu tun. Also, das ist so, als Simon, ob ich mich mit dir über den Vietnamkrieg unterhalte und plötzlich fängst du dann, ja, aber im Zweiten Weltkrieg war es so und so. Was hat der Vietnamkrieg im Zweiten Weltkrieg zu tun? Also Simon, ich lasse dir deine Meinung. Ich finde es gut, dass du eine Meinung hast, aber meine ist einfach anders. Das geht doch nicht darum. Simon, darf ich mal eine Frage stellen? Nein. Warum kannst du nicht so gut mit meinen Freunden, um das mal aufzuklären, Christoph weiß das auch noch nicht, gestern Nacht hat Simon gegen einen Kumpel von mir, Martin, StarCraft 2 gespielt. Und drei Matches, dreimal hintereinander hat Martin ihn gecheased. Es hat immer funktioniert, er hat alle drei Runden gewonnen und Simon am Ende nur noch, fick dich, fick dich, fick dich, du bist so ein Wichser. Was heißt gecheased? Ich glaube, Simon weiß das am besten. Cheesen ist... Achso, er legt so einen Föder hin, du spielst drauf an. Eine Taktik benutzen, die sehr stark vom regulären Gameplay her abweicht und die so billig ist, dass du drauf reinfällst. Ja, eben. Das ist Cheesen. Aber dreimal hintereinander? Ja, Cheese zu spielen heißt etwas Unspezifisches, Unerwartetes, nicht Standardmäßiges zu machen oder vorzutäuschen. Was deshalb, weil es eben nicht Standard ist, einfach abzuwehren ist, aber wenn man nicht damit rechnet, ist es sauschwer und dann funktioniert es häufig. Das ist das Problem von Cheese. Da Martin nichts anderes kann, außer trollen oder cheesen, hat er halt dreimal gecheesed und es hat funktioniert. Erst beim vierten Match, das er nur gespielt hat, weil Simon das unbedingt wollte, hat er gewonnen, der Simon. Ja, weil dann hat er normal gespielt, dann hat er ordentlich kassiert. Ich genau wusste, was er macht. Fick dich, du bist ein Wichser. Ja, wer hätte damit rechnen können? Ich habe gesehen, hab gesehen, dass er mit zwei SCVs aus der Base rausgefahren ist. Da wusste ich sofort, der spielt einen Proxy, spielt Proxy Rex. Was mache ich? Ich stell meine Choke mit Cannons zu und dann hat sich die Sache erledigt. Weil er dann nicht in meine Base reinkommt. Total logisches Denken. Plötzlich schwebt der mit seinen fucking Gebäuden in meine Base rein und landet da und fängt es produzieren an und umgeht damit die Cannons an der Choke. Das ist doch super. Also ich würde sagen, well played. Warum greifst du nicht mit deinen WBFs dann die Gebäude an? Bevor die was spawnen. Das wäre so einfach. Das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Wenn du da 20 WBS draufjagst, gehen die kaputt. Bevor die auch nur einen Space Marine ausfurzen können. Nein, eben nicht. Das ist eine Kaserne, die gehen nicht so schnell down. Außerdem musst du bedenken, dass der in seiner Base dann immer noch WBFs hat, mit denen er Ressourcen sammeln kann, während du mit deinem Ja, daran dachte ich auch gerade. Nur eine andere Möglichkeit wäre mir jetzt nicht eingefallen. Ja, eben. Dann hast du es vielleicht abgewehrt, aber dann hat er schon so großen Schaden angerichtet, dass er dich killt. Dann warst du einfach nur schlecht, Simon. Was hast du gespielt? Ich habe Protoss gespielt. Ach ja, stimmt, wegen Cannons. Ich habe jedes Mal einfach... er hat doch immer random gespielt, ne? Ich habe am Schluss einfach standardmäßig geforgated und dann war er tot. Das war so eine Scheiße. Und ich sitze da und spiele Bastion und lache mir einen ab, ne? Weil ich nur höre, was sie macht. Apropos, lass uns mal zum Ende kommen hier. Okay, können wir noch irgendwas einsprechen, dass wir davor schneiden, dass wir Spoiler haben? Ja, machen wir gleich. Einmal noch jetzt Spiel der Woche. Habt ihr irgendwas, worüber ihr noch schnacken wollt? Also ich habe mit dir gestern Modern Warfare 2 Spec Ops gespielt und wenn man das mit jemandem spielt, den man kennt, ist das, glaube ich, immer mal wieder ein Blick rein oder ein Blick wert. Das ist das Beste, der größte Spaß, den man mit COD haben kann. Ja, definitiv. Mit den Alten. Was Besseres gibt's da eigentlich nicht so. Ich habe Multiplayer noch alleine gespielt und fand es auch alleine sehr gut. Ja, alleine sind sie auch nicht schlecht. Weil es da halt nicht von Skripts abhängig ist und man selbst die Map nutzen kann und alles Mögliche. Ja. Mhm. Weil es halt einfach besser funktioniert als die normale standardmäßige Kampagne und der Multiplayer sowieso scheiße ist. Ja, wobei es hängt ein bisschen von Skripts ab. Wir haben gestern eine Mission gespielt und normalerweise spawnt zum Anfang ein Juggernaut und irgendwo in der Mitte und die sind beide nicht gespawnt. Auf einmal kamen sie beide von hinten an. Ja, das war total komisch. Da kamen zwei nicht, die von vorne angreifen sollten. Da muss man in der Mission so einen Hang runter. Und wir sind den Hang runter. Und dann triggert man neue Gegner, die von vorne kommen, genau. Und auf einmal kommt ein Juggernaut von hinten. Killt Christoph. Ich stun ihn, schieß ihn ab, bis er endlich tot ist. Ich hab gerade Christoph aufgeholfen. Wir wenden uns wieder nach vorne, kommt der zweite von hinten angelaufen. Und klatscht mich wieder von hinten um. So ein Scheiß war das. Ja. Ich habe ihn dann wiedergelegt, aber... Holy shit, da war das Skript irgendwie kaputt. Ja. Also in dem Fall, die Missionen basieren schon auf Triggern. Aber wenigstens wirst du nicht aufgehalten mit irgendwas. Man merkt auch an den Juggernauts, wie
gut das Spiel eigentlich davon profitieren würde, wenn es mehrere Gegnertypen geben würde. Richtig. Weil der Juggernaut einfach das Spiel dann plötzlich komplett umdreht, weil der eine komplett andere Taktik erfordert. Ja, oder wenn das ist aber nun keine Shooter-Neuheit, dass das so wäre. Ja. Die sind einfach nur zu faul, das umzusetzen. Ich meine, selbst mit den Schildträgern hast du eine andere Spielweise, die abverlangt wird. Eben, und das ist und deshalb funktionieren diese Szenen dann auch so gut in Modern Warfare 2. Und 3. Der Spec Ops Modus in 3 ist auch gut. Okay, das habe ich nicht gespielt. Ja, hast du ein Spiel der Woche, Simon? Ich habe bis jetzt nur wieder Dead Space 3 gespielt. Aber schön. Das ist nicht mein Spiel der Woche. Also das kann man ja im Video sehen. Zocken, das kann man ja in meinem neuen Video sehen, das ich nach 3 Monaten endlich mal hochgeladen habe. Nochmal für alle, die deinen Kanal immer noch nicht kennen, wie heißt dein Kanal? Lutsch mir meinen Sack. Ich gebe das jetzt wirklich bei YouTube an. Kommt da bestimmt so irgendwie so einem alten. Alles zusammengeschrieben? Kommt immer so ein Battle-Rap-Scheiß. South Park, wir möchten wohl an meinem Sack lutschen. Ganz oben. 99.000 Aufrufe. Oh, Simon, du bist ja Fame. Hey. Also mein Spiel der Woche, ich spiele in letzter Zeit tatsächlich sehr viel Bastion. Und dann kommt Commander Krieger. YouTube ist aber hart. Real Talk. Real Talk. Warum das? Ach der Gott. Oder dann kommt Commander Krieger, lutscht es aber hart. Jetzt mal wirklich, wieso macht Commander Krieger bitte überhaupt noch YouTube? Also ganz ehrlich, wie viele Abonnenten hat der? Wie viele Klicks kriegt der? Der kackt ja einfach nur Videos raus. Und, 700. Ja klar, kackt der Videos raus, der muss ja davon leben. Ja der eben, so aber das, also ganz ehrlich, bei Commander Krieger merkt man es doch, das ist doch, hat doch keine Zukunft, ganz ehrlich. Nö, hat's auch nicht. Habe ich, sehe ich genauso. Also Commander Krieger hat 97% weibliche Zuschauer. Fun Fact. Männliche, Entschuldigung. Wollte gerade sagen. Männliche. Weibliche? Ja. Dagi B hat mehr männliche Zuschauer als weibliche Zuschauer. Weil YouTube halt einfach bei den Jungs. Musstest du diesen Namen jetzt erwähnen? Ich will für so eine Scheiße keine Werbung machen. Machst du auch nicht. Aber doch, du hast überwiegend männliche Zuschauer. Kannst es ja auspiepsen, wir den Namen. Okay. Ja. Beep, Bee. Na, darf ich mal ausreden? Bastion ist von Supergiant Games. Ich habe von denen mal Transistor gespielt. Das kam nach Bastion. Das fand ich ziemlich gut. Auch wenn ich von der Story im ersten Playthrough absolut nichts verstanden habe. Bastion ist auch, habe ich schon ewig besessen. Ich habe es irgendwie vor 2 Jahren angespielt. Für 18 Minuten habe es ausgemacht und fand es kacke. Jetzt habe ich es letztens wieder angemacht, weil ich dachte, es muss doch irgendwo gut sein, das Spiel. Weil es auch so viel Lob bekommen hat von allen Seiten. Und ich habe es gespielt und es ist bisher jetzt ziemlich gut. Es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel, das ein bekanntes Konzept, dieses Hack'n'Slash aus der Draufsicht nimmt. Es aber mit dem ganzen Progressionssystem der ganzen Welt, die sich sozusagen vor den Augen des Spielers aufbaut und dem Grafikstil, der auch sehr putzig ist, sehr von herkömmlichen Sachen abhebt. Die Story-Idee ist auch sehr interessant, dass es eben einen Erzähler gibt, der alles kommentiert, was du machst. Der Erzähler ist auch sehr sympathisch. Das haben sie nachher in Transistor erneut aufgegriffen und auch besser gemacht, aber es ist in Bastion auch gut. Also ja, ist ein nettes kleines Spielchen. Ist gerade im Sale, aber wenn der Podcast hochkommt, ist es nicht mehr im Sale. Also schade für euch. Und was Deals angeht, hatten wir ja schon gesagt, dass bei GOG noch der Ubisoft-Sale ein wenig laufen sollte. Also wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr da bestimmt noch was, was ihr haben wollt. Vor allen Dingen Siedlerteile sind da gerade sehr groß. Ja. Ja, das war's, ne? Na, nächste Woche haben wir, glaube ich, einen Gast. Wir spoilern noch nicht, wer das ist. Aber Simon, wir haben nächste Woche Gast, oder? Ich hoffe es. Okay, wir hoffen es alle. Ihr könnt in den Kommentaren gerne mal raten, wer nächste Woche dabei ist. Was ist der Hashtag für diese Folge? Hashtag, so für die Leute, die Hashtag schreiben. Hashtag Gast. Hashtag deine Meinung ist falsch, Christoph. Hashtag deine Meinung ist falsch und dann entweder Simon oder Christoph. Ja, das finde ich gut. Ja, genau. Das finde ich gut. Okay. Hashtag deine Meinung ist falsch, Simon oder Christoph. Das wissen wir Christoph. Doch. Christoph mit PH. Mit PH. Bei Christoph genau. Der neutrale Spaß. Ansonsten müsst ihr unten auf Twitter nachgucken, wie ich genau heiße. Ja. Genau. Ihr könnt auch vor- und das würde mich nämlich auch mal interessieren. Mich würde dann interessieren, wer hat es mal wieder so lange durchgehalten, weil ich mir jedes Mal denke, wir müssen unbedingt kürzer machen. Und beim zweiten Mal würde mich wirklich interessieren, was die Leute denken, wer von euch recht hat. Niklas, ich sag's zum letzten Mal, das ist ein scheiß Podcast. Ja. Ja. Also ein Podcast. So rumweinen.
auf zu vibrieren. Nein, es weint ja keiner mehr rum, aber ich find's trotzdem. Wir sind schon wieder bei einer Stunde, wir sind schon wieder fast bei 2 Stunden. Holy shit. Ja. Ich dachte, heute machen wir mal eine kürzere Folge im Hinblick darauf, dass erstens nichts passiert ist diese Woche, was Videospiele angeht, deswegen, dass hier ja der Film-Podcast wurde, und zweitens, weil wir uns nächste Woche auf den Gast vorbereiten wollen. Ja. Aber gut, haben wir wieder eine schon lange Episode rausgekackt und gut ist. Niklas, du machst jetzt eine Abmoderation und dann hören wir auf. Ich mach's auch gut, ich mach's im Stil des Intros. Okay. Das war die 5. Ausgabe des Norweg BDcast hier bei Norweg BDK. Und meine Gäste waren Christoph und Simon. Tschüss, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.